Kochbox Late Night Cooking Teil 11. Heute ein ganz besonderer Tag, erstmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, bevor ich einen Hohn kriege. Ich bin jetzt ein Opa, freue mich auf meine kleine Romy. Und Dankeschön. Dankeschön, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Also ich bin eigentlich noch kein Opa. So, na, heute... Der eine sagt so, der andere so. Okay, heute kocht für euch natürlich wieder der Walde und wir haben heute auch mal einen besonderen Gast, auch mal aus einem anderen Bereich, im Bereich Fußball, was uns ja allen Männern interessiert. Also Walde und Marco Rehmer. Hallo, 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 hallo. Schönen guten Abend. Marco. Also, ist ja nicht so, dass wir uns heute erst kennengelernt haben. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Trotzdem freut es mich extrem, dass das geklappt hat heute. Weil heute, so wie ich es letzte Woche angekündigt habe, kann ich zwei Sachen, nee, ich war letzte Woche schon bei drei oder vier Sachen miteinander vereinen, die ich einfach geil finde. Essen, Kochen, Fußball, ein guter Freund zu Gast. Also, geilere Sendung kann es ja nicht werden heute. Nur ein Getränk fehlt noch, ne? Ein Getränk fehlt noch. Was wollen wir trinken? Bierchen. Könnten wir vielleicht zwei kalte Karlsberg haben, das wäre ein Träumchen. Wunderbar, danke. Und gut, wo du mir gesagt hast, klappt bei dir mit der Zeit, bei uns war ja jetzt nicht so schwierig zu sagen, was kochen wir heute. Weil da war ja weder wir, vielleicht der eine oder andere schon in unserem Galustien-Video. Wir müssen mal kurz aufklären, also vielleicht denken alle, wir haben einen geraucht auf dem Video. Nee, war einfach der sechste Versuch. Wir haben uns dreimal versprochen und kennt ihr das für so eine Outtakes, wenn man dann irgendwann den Faden nicht mehr findet? Und das war echt der Beste. Willkommen bei Switch. Wir haben es ein bisschen angehört wie nach dem sechsten Bier. Willkommen bei Switch und deswegen mussten wir so ein bisschen lachen dabei. Prosti. Meine Prost. Und es war natürlich relativ schnell klar, was wir kochen. Weil wir haben beide dasselbe Lieblingsgericht. Klassiker. Willst du sagen als Kochprofi? Königsberger Klopse. Ganz genau. Wir machen heute geil Königsberger Klopse. Jawohl. Neu interpretiert. 2.0. Königsberger Klopse 2.0. Königsberger Klopse 2.0 machen wir heute. Machen das wirklich alles selber, aber noch ein, zwei organisatorische Sachen jetzt zum Anfang. Für die Zuschauer, die neu dabei sind, wo ich ja jedes Mal hoffe, dass es Millionen mehr werden. Ja, letzte Woche haben wir den asiatischen Markt erschlossen, also diese Woche wäre vielleicht Nord- und Mittelamerika dran. Asiatischen Markt haben wir in der Tasche. Und wir haben natürlich immer ein Gewinnspiel. Ja, es wird zum Ende der Sendung, werden zwei heute wieder sensationelle Preise verlost. Also ich zeige das mal, wir hatten die schon im Programm, aber aufgrund der Nachfrage, diese unfassbar geilen Grillplatten von AEG, davon haben wir wieder zwei Stück. Leute, die sind echt der Knaller, also gerade jetzt, wo der Frühling das noch nicht so gut mit uns meint, du kannst wirklich dein Steak zu Hause machen, genauso geil wie auf dem Grill. Und dazu müsst ihr einfach bloß wieder aufpassen, genauso wie die ganze Zeit. Die Antwort für unsere Frage wird sich irgendwo in unserem Dialog verbergen, wird natürlich mit unserem Stargast zu tun haben, logisch, aber ihr müsst schon zuschauen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich schon wieder versuchen, irgendwas ins Telefon zu tippen. Jetzt frage ich mich bloß noch, was für eine Zahlenkombi haben wir noch nicht gehabt? Wen werden wir heute nehmen? Welche Gewinner? Die drei muss dabei sein. Die drei muss bei dir dabei sein. Die drei muss bei mir dabei sein. Das ist meine Zahl, die wünsche ich mir. Der dritte. Der dritte oder der 33. Eins von wen? 33 gibt es auch. Gibt es auch 33? Wir haben auch nicht. Warte mal, wir gehen heute mal ganz groß ran. Der 3333. gewinnt heute. Nee, alle drei gewinnen. Alle drei gewinnen. 3 und 13. Dreierpasch. Nee, also wird der... Genau, nee, wir haben die 11. Sendung heute. 3 und 11. Ja, dann machen wir 3 und 11. Genau, Markus Rückennummer und die 11. Wie wäre denn 111, lese ich gerade, Ulrich? Sehr witzig. Sehr witzig. So. Oh, guck mal da. Meine Grillplatte und die Shirts sind noch bei euch. Filippo hier, guck mal. Filippo kennst du übrigens auch? Ah ja. Das ist nämlich Philipp Kühn. Ich suche eine Antwort aus. Das ist Philipp Kühn übrigens. Ah, Philipp. Liebe Grüße. Grüße. Ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal ganz nebenbei an, so ein bisschen was zu kochen und dann sprechen wir für alle Fußball, also jeder, der so Fußball-Junkie ist wie ich, wir versuchen ihm natürlich die tiefsten Geheimnisse und dreckigsten Sachen der Bundesliga rauszulocken. Aber für die, also wirklich für die, die ihn nicht kennen, spielt Heiko jetzt mal kurz einen Trailer ein. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der ihn nicht kennt, aber wir spielen mal kurz einen Trailer ein über unseren Gast. Oh, hat viel Sonne im Rost. Ja,
So. Ja, also für die, die Marco nicht kannten, also Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, Hansa Rostock, manche Sachen kriegen nicht ausgesprochen, deutsche Nationalmannschaft, manche Sachen, ich hab's probiert, es kam mir einfach nicht über die Lippen. Soll ich machen? Ja, kannst du machen, ja. Ich bin groß geworden bei Union Berlin. Ja, das ist halt das, was bei mir, hallo. Komm bei mir nicht. Aber du warst kurz beim BFC, oder? War das nicht so? Erzähl's. Nee? War Paul oder warst du? Nee, das war ich nicht. Warst du nicht? Nee, war Paul. Nee, BFC war ich nicht. Aber dir hat's nicht gereicht. Das hast du schön gesagt. Ich mach mal ernst zwischendurch. Fange ich mal ein bisschen was mit an zu kochen. Kartoffeln sind geschält, weil Gott sei Dank. Wir machen mal eine Sache. Was macht Königsberger Klopse aus? Ja? Also, wir haben Königsberger Klopse kennengelernt. Einfach klar. Klopse, Kartoffeln. Und was gab's da klassisch dazu? Vielleicht mal im Chat schnell schreiben, was für eine Rohkost ihr habt dazu? Rote Beete. Genau. Wir haben hier eine schöne Semmerrolle vom Kalb, die werden wir selber durchlassen. Dann machen wir ein Kartoffelpüree mit der Mischung, so wie es sein soll. Kartoffel gleich Gewicht der Butter. So wurde ein anständiges Kartoffelpüree gemacht. Und dann haben wir die rote Beete hier. Gut, dass ich die habe heute. Du warst ja schon ein bisschen früher da heute und hast ja schon die ganzen kleinen rote Beete-Kugeln ausgestochen. Und wir werden die rote Beete ein bisschen pickeln. Das heißt, wir machen uns jetzt ganz schnell eine Marinade aus Himbeeren. Weil Himbeeren und rote Beete sind einfach eine sensationelle Kombi. Himbeere, Essig natürlich, ein bisschen Zucker und Chili. Da werden wir unsere rote Beete pickeln, dass wir ein bisschen was Frisches auf dem Teller haben. Unser geiles Kartoffelpüree und dann werden wir noch, ey, du bist ja, das Schöne ist, wir sind ja geschmackstechnisch so gleich, du liebst ja diese Kapern-Äpfel, oder? Herrlich. Und die werden wir noch ein bisschen frittieren, dass die schön knusprig sind. Und dann sind wir 23 Uhr fertig. Nee, wir schaffen das in einer Stunde, hoffe ich. Oh. Warte, pass auf, ich gehe jetzt. So. Hört sich so kompliziert an. Ich gehe jetzt. Also wir fangen mal an mit dem Essig. Willst du auch was tun oder willst du nur was über Fußball erzählen? Gerne, ich bin dabei. Dann pass mal auf, dann schneid du mal. Ich will ja auch was lernen, ich soll ja auch was lernen. Dann schneid du mal unser Kalbsfleisch in ganz schmale Streifen. Ist nicht wichtig, wir brauchen das einfach bloß. Kick mal hier, ich gebe dir mal eine Mutti. Da musst du durchpassen im Endeffekt. So, dann kann ich nämlich schnell die Vinaigrette machen. Kriemeln. Ja? Kriemeln. Wie war denn das eigentlich? Also jetzt ist ja, das ist ja auch, also heutzutage spielt das ja eine Riesengeige. Ja, dieses Thema Sport, Fußballer, Leistungssportler, Ernährung. Ja. Ich kam gestern, wir haben im Vorfeld gerade gesprochen, weil ich so eine geile Aussage von Mario Basler wieder gelesen. Ihr wart ja noch. Das ist natürlich das beste Beispiel. Oh, da kommen Kommentare, mein Gott, ja. Ja. Jawohl, Sascha, jawohl. Was hat er? Ah ja. Aber ihr seid ja eigentlich noch so, ich sag mal so, die geile Generation gewesen. Ihr wart ja noch, also sagen wir mal so, ihr habt es ja nicht so ganz genau genommen, oder? Also schon auf die Ernährung geachtet, aber ihr wart halt keine Musterknaben, oder? Ihr wart schon, ja, ihr wart halt Typen einfach. Also ja, das wart mir heutzutage, also ohne den Fußballer heute zu nahtreten zu wollen, aber was mir heutzutage manchmal so ein bisschen fehlt, so diese Typen einfach. Ja. Nee, absolut. Da hast du vollkommen recht. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, was wir jetzt auch generell sehen, auch in der Nationalmannschaft, dass man da eigentlich jetzt nur so eine Stereotypen schafft, anstatt so ein bisschen so diese Einzelspieler, die Einzelkönner. Aber trotzdem Thema Ernährung. Wenn ich das gewusst hätte, was man heute über die ganzen Themen Ernährung weiß, dann würde ich jetzt immer noch spielen. Dann wärst du Zlatan-Style. Dann wäre ich jetzt immer noch, genau. Zlatan-Style und wärst immer noch der König der Welt. Genau. Nein, aber ich sag mal wirklich, bei uns war es ja so, dass wir, es war ja vor dem Spiel, drei Stunden vor dem Spiel, hast du dir die Nudeln reingehauen, Kohlenhydrate war ja das, was man musste, aber, oder was man sollte. Aber das ist ja heutzutage total verpönt. Total verpönt, genau. Ja gut, aber da hat sich auch eine Menge allgemein geändert, oder? Weil wenn ich mal überlege, also ich habe ja nur selber auch mal, auch wenn man es heute nicht mehr so genau sieht, selber auch mal Leistungssport gemacht. Also wenn ich überlege, nach einer harten Trainingseinheit hieß es immer auf jeden Fall ins Entspannungsbecken. Ja. Und heutzutage in so eine Eistonne. Also wirklich das komplette Gegenteil. Ich mach mal ganz kurz Krach. Du hast jetzt komplett den ganzen Essig da reingemacht? Nee, bloß hier ist noch was drin. Also okay. Aber wir müssen natürlich, da wir nicht viel Zeit haben, das Pickeln würden wir normalerweise über Nacht machen. Ah ja, okay. Also müssen wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Druck aufheben, als ich normal machen würde. Das wäre ja auch 3 Chilischoten drin. Passt das so, Digga? Was? Passt das so, Alter? Ja, war. Ja, ein bisschen schmaler, glaube ich, noch, sonst kriegen wir sie nicht, kriegen wir nicht durch den Fleischwolf. Oh ja, geht schon. So, hier stellen wir mal unsere rote Beete hin.
Ich mach mal in der Zeit. Aber schon. Du kannst dich noch daran erinnern, wie wir haben schon mal zusammen gekocht, ne? Ja, ja, so ist unsere Freundschaft eigentlich entstanden. Genau, wie lange ist das her jetzt? Wir haben neulich mal überlegt. Ich glaube, das war zur EM oder vor der EM 2008. 2008? Da war er noch in Wahnsinn. Der, da war er noch in der Koch in der Kulturbrauerei. Kulturbrauerei, genau. Stimmt, ja. Da haben wir so ein da haben wir so ein Spezial, so ein EM, war Kochen und Fußball genau. Irgendwie. EM-Menü gemacht, genau. Ja, genau, da haben sie uns, genau, auf Vox war das, so ein Mehrteiler. Ja. Da haben sie uns groß angekündigt, jetzt kommt ein riesen Fußballstar, gut, dann kamst du. Und dann ist aber seitdem, muss man ja wirklich bei uns sagen, hat sich da wirklich auch eine innige Freundschaft entwickelt. Also, ja. Und dass wir jetzt nochmal so zusammen vor der Kamera stehen und kochen, finde ich echt, find ich echt eine tolle Sache. Und vor allem Königsberger Klopse. Aber gut, da gab es ja auch keine andere Wahl. Nein, also was wir jetzt kochen, ihr habt definitiv keine andere Wahl. Ich mach mal schon so ein paar Sachen nebenbei. Ich setze die Kartoffeln auf. Ich habe hier, wir haben hier einen Topf mit Fond, wo wir unsere, mit Kalbsfond. Oh, wenn, ich könnte manchmal zur Haut fahren mit diesem Herd. Nicht so viel filigran, ne? Haben wir hier vielleicht irgendjemand drin, der sich mit dem Ding auskennt hier? Vielleicht in den Hintergrund irgendwo? AEG, hat da irgendeiner Plan damit? So, also einfach Kartoffeln angesetzt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, ne, das könnte enge werden, du. Obwohl, das passt. Augenmaß ist da, das ist Augenmaß. Das passt. Warte mal, wir brauchen natürlich... Wo kann ich denn hier, habt ihr mal hier... Hier, guck mal, da sind wir einmal mit Dingens. Kommst du noch runter, Fadi? Klappt noch? Geht noch. So, ach komm, scheiß, wir stellen einfach einen Teller drunter. Das klappt. So, jetzt lassen wir das mal schnell durch. So, Papier zum Trocknen. Da drüben, guck mal, links, neben dir, links. So, dann kicken wir mal, ob Erta Maschinka uns haben will. Jawohl, Erta Maschinka will uns haben. Zwischendurch schmeißen wir mal ein bisschen Speck zur Ofen drin, dass wir ein bisschen Fettanteil haben. Boah, herrlich, herrlich. Ich habe extra nur gefrühstückt und war noch laufen. Mach ich genug da, ne? Ja, wir machen das alle weg hier. Also ich weiß ja, dass wenn du da bist, dass auch vom Essen her nicht viel umkommt. Weil man nennt ihn im Freundeskreis auch die Raupe. Ja? Bevor ich bei Königsberg klopfte, da muss ich wirklich zugeben. Ich weiß ja nicht, zu Hause, Mama, besten Königsberg klopfte gemacht. Ja, den Küche Mama. Aber ihr seid ganz nah dran, ihr seid ganz nah gegen dran. Küche Mama kommt sowieso keiner an. Da kannst du mal Küche Mama. Ja. Der Einzige, der Küche Mama, was Küche Mama noch toppen kann, ist Küche Oma. Oh ja, stimmt. Das stimmt. Aber es waren so früher die Klassiker, ne? Königsberg Klopse, was war noch hier? Süßsauer Eier. Steak au four. Steak au four immer ja nehmen. Oder Schmorgurken. Oh, Schmorgurken. Oder was auch geil ist, Schichtkohl, finde ich. Ja, ja. Korolan Schichtkohl. Ja. Sehr geil. Ja. Wir könnten eigentlich mal so ein kleines Ostbuch schreiben. Ja, stimmt. So, guck mal, jetzt kommt die erste Frage an dich. Welcher Trainer war dein bester? Oh. Ja, da gibt's einige. Man hört mich sonst nicht. Na dann, wir beantworten die Frage sofort. Ich bin gleich fertig, ich muss das eh mal durch haben. Ja. Jürgen Bobs kann denn nur gewesen sein. Genau. Oder Frank Terlecki. Ah, Frankie war ja nie, Trainer? Nee. Schade. So, letzten beiden Stücken, dann sind wir durch. Hä? Oh, ist das geil, oder? Herrlich. So, überragend. Zack, so, jetzt können wir zu der Frage kommen. So, jetzt kommen wir zur Frage zurück. Welcher Trainer war denn bester? So, lass mal raus. Ich hoffe, du hast nicht mit allen noch Kontakt, sonst fühlen sie jetzt welche, jetzt welche an die Piste. Ja, man muss doch ganz ehrlich sagen, gab es schon einige, aber ich glaube, der so eigentlich so ein bisschen am prägendsten war, der war eigentlich damals Frank Pagelsdorf. Tatsächlich also, schon wieder bei Union. Tatsächlich bei Union, ja. Ja, und das hat aber auch Bildstörung. Ja, das hat auch einen Hintergrund, weil damals Frank ja wirklich auch schon. Es war immer so gewesen im Training oder im Spiel, da hieß es immer Marco hier, Marco da. Dann bin ich immer hingegangen zum Trainer. Ich sage, du Trainer, warum denn immer ich? Ich spiele noch zig andere Spieler. Und dann sagte er, du, pass auf, wenn ich jetzt nichts mehr zu dir sagen würde,
Ja, dann bist du bei mir unten durch, dann weißt du Bescheid. Dann musst du dir Gedanken machen. Dann weißt du Bescheid. Und er sagte, du hast das Zeug dazu, Nationalspieler zu werden. Dann war ich, weiß ich nicht, 23 oder so, bei Union, Regionalliga. Ich sage, ja klar. Ja. Und dann, dann hat er mich noch nach Rostock geholt. Wir tauschen mal kurz. Ach so, stimmt. Dann hat er mich noch nach Rostock geholt. Eure Wege haben sich ja immer wieder gekreuzt, wa? Und deshalb würde ich eher sagen, also von den vielen Trainern, auch guten Trainern, ich hatte natürlich auch ein paar, die lassen wir aber weg. Jetzt wird es interessant, wollen wir die auch mal ansprechen? Ja, genau. Nee, Bildstörung. Tonstörung. Ja, da gab es ein paar Experten, wo man eigentlich gedacht hätte, dass sie ein bisschen mehr oder ein bisschen besser sind, aber wie gesagt, ohne deinen Namen zu nennen, wenn man etwas älter wurde, auf immer der Meinung war, die Qualität lässt automatisch nach, was nicht der Fall war. Genau. Ja, das war hauptsächlich zur Hertha-Zeit, aber mehr nicht. Aber wir nennen keinen Namen. Mehr nicht. Nein, aber Frank Peisdorf hat mich ja dann zur Hansa Rostock geholt, genau. Und von daher war er so ein bisschen mein prägendster Trainer, dem ich doch viel zu verdanken habe. Hast du noch Kontakt mit ihm? Nee, leider nicht. Ich habe mal, irgendwann mal haben wir uns mal nochmal getroffen. Spielt der King Golf oder was? Ich glaube, der ist noch ein bisschen dicker geworden, als wie er früher schon war. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Aber nee, leider nicht. Also ich würde ihn gerne mal wieder treffen sehen, aber ich weiß noch gar nicht, wo er jetzt gerade sich aufhält. Ich glaube, er lebte damals in Hamburg und ist ja noch in Hamburg bestimmt. Weil du hast ja schon, du hast ja schon eine geile Karriere hingelegt, muss man ehrlich sagen. Also ich finde, was ja für mich so faszinierend ist, dass uns jetzt seit ein paar Jahren eine Freundschaft verbindet und ich mich aber genau noch an die Situation erinnern kann, wie ich im Olympiastadion auf der Tribüne gesessen habe und entweder geschrien habe, ja Mann, Alter, ja Mann, oder Mann, der Remo, der Tod, der kriegt keinen Ball. Also das sind Sachen, die man so verbindet, wenn man so, ich bin ja nun mal Fußball-Junkie und kicke mein Leben lang schon Fußball. Klassiker. Und wenn man dann den Menschen dahinter kennenlernt und sich auch noch so eine Freundschaft entwickelt, und manchmal sitze ich zu Hause und sage, Mann, ist das geil. Früher hast du entweder gejubelt, naja, so der typisch deutsche Fußballfan, weißt du, 4-0 gewonnen. Ja. Oh, das ist der Krankste, Nächstes Mal verliert er eben. Ja. Mann, der ist so ein Nillewechsel, den aus. Gut, letztendlich hast du ja über 60.000 Trainer im Stadion. Ich glaube, jeder hat sogar seine eigene. War auch 83 Millionen Bundestrainer. Also, die haben wir auch. Also, muss man ja mal sagen. Ja, das stimmt schon. So. Du warst nicht immer der so geschrieben hat, ja? Ich war der so laut war. Aber weißt du, was du mir voraus hast? Ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja so eine richtige Fußballmacke. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, die du ja auch gut kennst. Die Kati. Liebe Grüße, Baby. Da kam bei uns das allererste Mal so ein Thema Heiraten auf. Und wisst ihr, was ich aus Quatsch gesagt habe? Und sie hat tatsächlich mal drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, weißt du, wann der Punkt erreicht ist, wann ich heirate? Ich sage, der Punkt ist erreicht, wenn du es schaffst, dass das Olympiastadion mit 78.000 ausverkauft ist. Ich laufe auf dem Rasen und alle sagen mit der Nummer 7. Weide! Alter, krieg jetzt noch Gänsehaut. Also das ist ein Gefühl, warum ich, glaube ich, jeden Fußballer beneide, wenn in so einem vollen Fußballstadion und die alles brüllt dein Name. Alter, das muss doch ein Adrenalinkick geben. Das muss doch unglaublich sein. Also das war immer eine Sache. Ja, das ist schon. Ich glaube, da jeder, der klein anfängt, also ich habe ja auch mit 6 Jahren, war mein erster Verein MPOHO Berlin. MPOHO, natürlich. Du gehst natürlich, oder willst du irgendwann in so einem Stadion auflaufen, aber ich glaube irgendwann, also die ersten 1, 2, 3 Spiele, da erinnert man sich auch hundertprozentig dran, ne, an dieses Gefühl, an dieses, werden sie einen rufen. Aber dann wird es eher so, ja, es wird dann eher so ein... Wird das Alltag? Wird eher ein Job, wird das Beruf, ja, wird eher Alltag, ja. Ja. Achso, nebenbei mache ich noch ein paar Klopse. Das machst du auch gut. Ja, das war gut. Ist bei mir halt, wenn ein Thema Fußball im Spiel ist, dann blende ich alle dann halt aus. Also wir haben jetzt natürlich eine schöne Semmerrolle vom Kalb durchgelassen. Ich habe jetzt ein bisschen Kapern hier schon klein geschnitten mit reingemacht. Aus der Bandschuhe? Salz, Zucker ist mit drin. Nö. Kochen ist ein Handwerk. Wir sind alle getestet hier. Ja, wir sind alle wirklich vorab getestet. Also insofern können wir hier auch mit den Händen arbeiten. Habe jetzt ein schönes Brioche-Brötchen aufgeweicht. Ja. Nur eins, ich esse nur eins. Ja, aber wir wollen ja nicht, dass der Bäcker gewinnt. Okay. Ja? Wir wollen ja schon bei Klopsen, dass der Fleischer die Oberhand behält. Und in weißes Wasser oder was? Was, weißes Wasser? Oh Mann, ich habe sie in Milch eingeweicht, Herr Schulz. Ja. Vor die Fahnen kommen? Nein, ich habe sie in Milch. Ey, oh geil, beim ersten Mal hier noch die Würze getroffen. Mann, ein geiler Auto. So. Gut, ja.
So, dann ist ja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen, was du mal machen kannst. Warte mal, ich wasche mal kurz das Brett ab. Klassiker. Schneid du mal bitte, weil ich bin total eingemuddelt. Wir machen noch ein bisschen frische Petersilie, so, so bitte hier. Oh. Ah, schneid einfach clean. Ich fange das mit dem Finger ab. Da muss die Kamera natürlich klar rauf, ne? Ja, na klar. Close, weil wir haben ja auch irgendwann, wollen wir mal Outtakes drehen. Ich hab mal irgendwie gelernt, dass man nicht so. Aber dafür ist das Messer nicht richtig noch, oder? Alter, das ist wie früher, wa? Das ist wie früher. Genau. Scheiß Schiedsrichter, Ball zu weit. Schiedsrichter, scheiß Teppen mehr ab. Immer andere Schuld, natürlich. Klar. Immer sind die anderen schuld. Scheiß Zuschauer. Scheiße, vor allem der Dicke da oben. Der Dicke in Reihe 3 da oben. Mach es doch besser. Ey, zum Barkeeper muss ich natürlich was sagen. Der hat heute ausnahmsweise hat er frei heute. Ja? Liebe Grüße an den unglaublich bestaussehendsten, durchtrainiertesten, fachkundigsten Barkeeper von ganz Deutschland, ich möchte fast sagen von ganz Europa, an Pierre. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der Pierre hat eine gute Ausrede, der ist heute nicht da, der hat Geburtstag heute. Ja, happy birthday, Pierre! Pierre wird uns nächste Woche beehren wieder und wird einen sensationellen Cocktail zu unserem Essen kredenzen. Aber heute. War schön, heute sei nicht. Sei es ihm gegönnt. Heute nicht. Nee, heute jetzt gehen. Wir müssen uns mit Bierchen zufrieden nehmen. Da geht ja auch. War das deins? Das war deins? Das ist meins. Ja, bist du 50 heute? Boah. Ich geh da in diese Klos rauf da. So, das reicht schon. Einfach rein 50 geworden ist, ne? Ja. Ich bin mittlerweile auch 50 geworden, obwohl das kein Mensch glaubt, aber jetzt ist die Frage leider sieht schon man ja auch nicht, jetzt ist die Frage nicht. Leider schon weggegangen, aber da hat mich tatsächlich jemand begrüßt mit Guten Abend, Golfgott. Ja. Also wir können, Beweis erbracht werden soll, es kann gescrollt werden. Also Waldi, ich muss ja wirklich sagen. Mach rein hier. Reicht? Ja. Also um mal den Hintergrund dazu bekannt zu geben, also auch wenn man das glaubt, man mir noch viel weniger, als dass ich 50 bin. Ich habe wirklich vor ein paar Jahren das Golfen für mich entdeckt. Also wenn man mich sieht, denkt man wahrscheinlich nicht, dass ich wirklich dem Golfsport fröne. Das hat doch nicht lange gedauert, dich zu überreden, oder? Nee, ja nicht. Also ich bin sofort hängen geblieben. Und das ist eine Sache, die uns natürlich auch sehr verbindet. Ja. Ja, dass wir, dass wir beide diesem Sport sehr zugewandt sind. Wie viele rote Karten hattest du, Marco? Los, ehrlich jetzt. Oh. Eine. Eine als Abwehrspieler? Als Abwehrspieler eine, ja. Also, was viel durch meine Schnelligkeit. Was halt ein Blitz. Aber eine geile Geschichte dazu. Eine rote Karte und zwar auf Schalke. Naja, Jutta, das auf Schalke. Das für, mit Hertha? Mit Hertha. Na, die Jutta, da bist du als Hertha, kriegst du ja eine Belohnung dafür. Aber pass auf, die Situation, pass auf. Ein Querpass, Asamoah geht dazwischen, rennt allein auf Tor zu. Ich hinterher, natürlich eingeholt. Überholst du ihn, hast du kurz mit ihm gequatscht? Aber ich konnte nicht festhalten. Ich habe mich wirklich an den rangehangen und der ist mit mir weitergelaufen. War so ein Büffel oder was? Kennst du Asa? Ja, ja. Der ist mit mir weitergelaufen, bis er sich dann oben an vor dem 16er zum Glück noch fallen lassen hat. War das so ein Büffel, so ein Kraftpaket dann heute? Ja. Aber wirklich rangehangen, wirklich, also ich wollte ihn ja noch vor dem 16er holen, dass er nicht noch einen Elfmeter kriegt noch. Und hat noch gereicht, ja. Aber dann ist eine rote Karte und eine gelb-rote. Und die Gelbrote war zu Unrecht. Die Rote war zu Recht, die Gelbrote in Freiburg. Witz. Ein Witz. Witz. Ein Witz. Du haben wir ja deine ganze Station schon beleuchtet. Wie viele Bundesligaspiele sind es im Endeffekt geworden? Im Endeffekt sind es dann geworden, ich bin ja auch erst relativ spät. Ich bin mit knapp 25 erst in die Bundesliga zu Hansa Rostock und insgesamt waren es 225 Spiele. Aber 225 Spiele oder? Und 35 Länderspiele. 35 Länderspiele, ja. Eine ja. EM, eine WM. Der 2-2, wa? Die WM. Oh. Aber die 2000, die EM war. Oh ja, die war mehr. Aber die WM 2-2 hat halt so wehgetan, oder? Die hat so richtig wehgetan, finde ich. Ja, gut, ich sag mal, im Vorfeld haben sie uns ja alle gesagt: hier die 24 Bratwürste da und viel Erfolg und ihr seid ja vorne, seid ihr wieder zurück. Ja, genau. Bucht euch mal euren Urlaub. Genau. Ihr seid schnell wieder da. Da warst du natürlich eine Genugtuung, bis ins Finale zu kommen. Aber wenn du natürlich im Finale stehst, na, und dann willst du nicht an diesem Pokal vorbeilaufen und hier so Hallo sagen. Und ich glaube, jeder, Oliver Kahn war ja ein Mensch, der polarisiert, wirklich polarisiert. Aber der hat ja wirklich ein Wahnsinnsturnier gespielt.
Aber und dann passiert im Finale dieses scheiß Ding. Ja. Also wer da nicht, aber wer Olli kennt, ist, der weiß, der zieht doch durch, egal was er hat. Ich glaube, der kann auch ein Bein fehlen, einen Arm fehlen, was auch immer. Und ich glaube, hinterher hat er ja auch zugegeben und hat gesagt, er hätte sich eigentlich auswechseln lassen müssen. Aufgrund seiner Verletzung hat er einen Tritt bekommen von Ronaldo gegen die Hand und konnte dadurch diesen Schuss nicht festhalten. Ist nach vorne abgeprallt und dadurch sind wir eins im Rückstand geraten. Und dann haben wir natürlich aufgemacht, haben geguckt, dass wir den Ausfall schaffen, aber haben dann 2-0 bekommen. Ja. Ah, das war echt, also für jeden Fußballfan, und egal, ob man Kahn mag oder nicht, also wer da nicht mitgelitten hat, also der hat einfach kein Herz. Ja. Also das ist einfach fucking. Ja, Olli war ein geiler Typ, also wirklich. Olli, ich mochte ihn immer gerne, ich mag ja so. Sobald der grünen Rasen unter seinen Füßen hatte, war der ja wirklich wie umgeschaltet. Der war wirklich, jedes Trainingsspiel war der, als ob es um alles ging. Irgendein Pokal, weiß ich was. Und sobald er runter war im Bus, hat er wieder gelacht, hat in Karten gespielt. Aber das ist doch, also so ein Mann will man doch aber gerne in seinem Team haben, oder? Ja, unbedingt. Also, klar. Aber manchmal kotzt es schon einen an. Also wenn ich ein Trainingsspiel mache und sage, mein Gott, jetzt lass er mal 5 Grad sein, jetzt ist mal ein Tor passiert, aber der wollte zu 100% jede Einheit. Beste Einheit fand ich immer, wenn ich mal rübergeguckt habe, Sepp Maier, Torwarttrainer. Wirklich, der stand. Gut, jetzt sehen natürlich die Zuschauer jetzt nicht. Stell dich mal da hin. Sind wir noch im Bild? Noch sind wir ein Stückchen weiter noch? Ein Stückchen? Weiß egal. Aber so ungefähr. Sepp Maier, Volley aus der Hand und eher mal hier Reaktion. Von der Entfernung. Aber Volley, wirklich aber voll Volley durchgezogen. Aus der Entfernung. Aber warst du Torhüter, ne? Warst du nicht Torhüter? Nee, die Katze von den Hundchen aus? Jetzt bin ich die Katze von den Hundchen aus. Durch meine Knie kann ich nicht mehr draußen spielen. Ah, okay. Also jetzt kann ich das natürlich wunderbar nachvollziehen. Ich habe so, aber jetzt immer noch dieselben Reflexe. Und nachmachen. Ja, ja. Ja, haben wir mal? Das machen wir mal. Was? Was hast du da jetzt gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Ach so, wir müssen über Kochen reden. Ja, Mensch, sorry. Den Klopse okay, warm. Warte kurz. Auf dem Transfermarkt stehen 36 Länderspieler. Hast du jetzt mal? Oh. Zeig mal einen Spieler noch mal. Zeig mal einen Spieler. Waren auch 35, oder? Nee, ja, Philipp, ja. Ich glaube, Philipp, Transfermarkt. Aber ich nehme 36, ist egal. Aus Wolfsburg oder Union habe ich auch oft für Spieler und Schiedsrichter eine Box gemacht. Zum Ende des Spiels meistens Currywurst. Ja. Entschuldigung. Also ja gut, aber bei Union war ja die Currywurst dann, und du meinst dann, das war das 8-Gang-Gala-Dinner bei Union. Da gab es dann Currywurst. Ah, herrlich. Nee, also pass auf. Okay, wir kommen mal kurz zum Kochen zurück. Okay, wir haben halt einen Kalbsfond. Ja, wie wir unser Brät gemacht haben, haben wir ja schon gesagt. Wir haben mal einen Kalbsfond. Da sind jetzt nur Kapern mit drin, und da lassen wir jetzt unsere Klopse drin durchziehen. Die geben nochmal richtig Druck ab. Und ja, dann binden wir es nachher bloß ein bisschen ab. Also war es Brühe oder Wasser? Kalbsfond. Kalbsfond. Richtig Kalbsfond. Geil. Richtig schön Kalbsfond. Geil. Kalbsfleisch braucht auch Kalbsfond. So, hier kochen wir gerade unsere Kartoffeln. Da werden wir schöne Kartoffelpüree machen, ne? Und aber Klassiker sind eigentlich normale Kartoffeln, ne? Ja, sind normale Kartoffeln. Ne? Wir können nur normale Kartoffeln, also spart mir einen Haufen Arbeit. Ich muss nicht dreimal durch Sieb streichen. Also. Aber ich will ja, du hast ja gesagt, Anzahl, genau, Kilo Kartoffeln, Kilo Butter, oder? Das ist so, das, also so kostet ein Stern. so einfach, okay. So einfach kostet ein Stern. Und wir kochen die Butter schon mal, wir machen ein bisschen. Also sitzt der Erfinder der Nussbutter, sitzt der getestet im Publikum. Also insofern werde ich das natürlich auch befolgen. Die Nussbutter? Nussbutter, ja, man sagt Nussbutter, man kocht so ein bisschen, man kocht die Butter auf und kocht so ein bisschen die Molke raus. Weil dann kannst du mit der Butter, erstmal hat das ein schönes Röst, aber die Butter kriegt so einen Nuss in den Geschmack, deswegen Nussbutter. Und dann hast du auch nicht mehr diese Schichten, dass dir die Butter anbrennt beim Braten und so weiter, weil halt die Molke ist zuständig dafür, dass es anbrennt. Passiert dir dann nicht mehr, und du hast noch einen schönen, runderen Geschmack, weil du wirklich so ein, wirst du gleich sehen, man kriegt wirklich so einen schönen Nuss hier in den Geschmack raus. Ich habe früher mal so Stücken Butter reingemacht und dann gestampft. Oh, das ist die schnelle Variante. Das geht doch, oder? Ja, gehen tut alles. Also bei Stampfkartoffeln muss ja eh alles ein bisschen schneller hin. Und da haben wir eigentlich schon fast alles auf den Weg gebracht. Ich habe jetzt hier noch. Schon fertig? Also fertig sind wir nicht, aber Töpfchen auf den Weg gebracht. Essen, hier haben wir jetzt noch. Essen. Hier haben wir jetzt noch, hier haben wir noch ein bisschen Pflanzenöl. Und du gefrühstückt heute. Hier machen wir unsere Kapern. Wir haben hier noch schön Kapernäpfel. Die werden wir schön frittieren. Dann kriegen die auch nochmal einen wunderschönen Geschmack. Da hole ich mal ein bisschen Küchenrolle, wo wir unsere Kapernäpfel dann ablegen können, dass wir die ein bisschen abtropfen können.
So, Herr Scholz, darf ich jetzt wieder über Fußball reden, wenn ich jetzt schon mal so einen Gast habe hier? Ich dreh die mal ein bisschen hier. Ja, dreh mal die Klopse, Ja. Was ist das? Eine Frage. Marco, gegen wen hast du nicht so gerne gespielt? Sowohl so. Als Mannschaft und Einzelspieler. Ich glaub's wenige. Ich hab sehr wenige. ja, wenn wir jetzt mal national bleiben, war so. Ja, Giovanni Elber war, glaube ich, ein sehr komplexer Spieler. Prost. War sehr komplexer Spieler. Schnell. War Elber so schwer zu bespielen, ja? Ja, war wirklich. Und sonst hast du ja immer so, sag mal, jetzt, meine erste Zeit war ja noch, da war so ein Toni Polzer oder so, der muss genau, der rennt mir nicht weg. Ja, da musst du nur um 16 aufpassen, aber vorm Tor war er natürlich eiskalt. Aber ich glaube, Giovanni Elber war so einer international. Henri. Thierry Henri. Sau schnell. Dann noch, wenn du in der Nationalmannschaft gespielt hast, mit Zidane noch. Sensationell. Die haben sich so blind verstanden. Er guckt nach links, spielt nach rechts. Klassiker. Und Henri wirklich einzufangen. Also ich war schnell. Der war fast genauso schnell. Aber ehe man sich gedreht hat, hat ein bisschen Vorsprung gehabt. Jetzt kommt hier Marco, was ist dein Lieblingsessen für zu Hause, was du selber richtig, richtig gut kannst? Genau da. Dass du die Frage, die habt ihr doch selber gestellt hier, seid doch ehrlich. Das ist einer von euch. Ja, na gut, ich habe ja so einen Küchenhelfer zu Hause. Kannst du ruhig sagen, hier können wir Werbung machen. So ein schön klassischer Thermomix. Und Lieblings-Chili con Carne, was du ja nicht so magst, ne? Doch, Chili mag ich gerne. Ja, Chili, aber nicht aus dem Thermomix. Nee. Ist dir immer zu püriert. Thermomix ist ja zu püriert, ne? Ja, ich mag das. Aber Chili aus dem Thermomix, das kann ich ganz gut. Ansonsten, ja, es geht schon. Also ein bisschen kochen kann ich schon, aber ich mache es zu selten. Schöne Grüße an meine Frau. Gott sei Dank hat man die Frau für manche. Okay, der zählt ja hintereinander weg. Welches Stadion findest du am besten? Wo wurdest du immer gut verköstigt? Also ich glaube, Rittschulle. Du hast, glaube ich, viel Stadion-Catering gemacht, oder was? Nein, der war bei uns beim Catering. Ja, aber hat viel Stadion-Catering gemacht. Aber welche gut, wenn er jetzt auf die Currywurst in Wolfsburg anspricht, die ist wirklich gut. Die mag ich gar nicht, die VW-Currywurst. Die Currywurst an sich ist gut, der Ketchup ist eine Vollkatastrophe. Okay, der Ketchup ist bei mir. Der ist schlimmer als meine Essigmarinade für meine rote Beete. Aber ansonsten, ja, welches Stadion finde ich am besten? Was ist das geilste Fußballstadion? Was war also von der Stimmung her, ausverkauft, Signal Iduna. Rosenpark. National und international? Sensationell. Hast du Maracanã mal gespielt? Nee. International Barcelona. Luka, ja. Mit Hertha damals, Champions League. Ich glaube, so einige schöne Stadien. Ne? Bundesliga finde ich auch Frankfurt, Eintracht, sehr schön. Frankfurt ist auch geil. Geiles Stadion, geile Stimmung. Ja. Oh, guck mal, wer da schreibt. Hallo, ihr beiden Sterneköche. Wessen Pseudonym sich dahinter versteckt? Mhm. Das ist Bunky. Das ist Bunky. Das ist ein gewisser Bunky und Glückwunsch, ne? Noch. Mittwoch gibt es eine Klatsche. Insider. Ja. Das ist wirklich ein Insider. wir haben ja schon erwähnt, dass uns. Ja, wir müssen jetzt kurz warten. Also, wir haben wirklich so viele Sachen auf den Weg gebracht. Wir waren Fix und Foxy und Flux. Warte mal, ich gucke mal, ob die ob das Öl zu heiß noch ist. Ist heiß genug? Ey, aufpassen hier. Bist du gut versichert? Ja. Okay. Ja. So, guck mal, da kommt es jetzt gleich wieder. Nächste Frage, euer bester Golfplatz? Pazzaro, oder? Obwohl, Flesensee, jetzt letztes Mal Flesensee gespielt, ne? Oh. Schlossplatz. Okay, war ein bisschen windig, ein bisschen kalt, ein bisschen Regen. Windig ist geil. Also es war nicht windig, es war Sturm. Aber Schlossplatz, Flesensee, überragende Wiese. Werden wir jetzt öfter mal spielen. Oder Pazzaro, ne? Palma, ja, immer schön. Soll ich alle rein? Nee, dann läuft uns das Ding über. Machen wir nach und nach. Ah, okay. Für mich, ja. Ich spiele noch nicht so lange. Ich war noch nicht auf so vielen Golfplätzen, aber wie die gespielt habe, ja, Bazzaro ist schon weit mit vorne. Obwohl Dresden. Und letztes Jahr. Dresden. Und letztes Jahr. Oh ja. Oh, ja. Super schöner Platz. Und hier dieses Nutzfleisch, ne? Ah, da hat alle gepasst. Die netten Omis, die netten drei ältere Damen, so die drei Damen vom Grill, die das da machen, die super lieb sind. Geiler Golfplatz, geiles Essen, also da hat irgendwie alles zueinander gepasst. El Florenz, überragende Wiese, auf jeden Fall. Und international, Marbella, da war ja so ein Privatplatz gespielt mal.
Achso, den hast du gespielt, ja, ich gesagt, der war so. Hieß. Obwohl ich den Alcantara links auch schön finde. Ja, aber ich habe eigentlich auch noch nicht so viele Golfplätze gesehen. Ja. Ich bin zwar überdurchschnittlich gut, aber spiele noch nicht so lange für die Zeit. Naja. Ja, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, 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 ja. Nee, aber machst du gut bisher, richtig gut gemacht. Also das Kochen. Kann er auch nicht anders sagen. Das Kochen. Ich könnte dir mal den Insider verraten, vielleicht kommen wir da mal ein bisschen später zu, aber den könnte ich ja mal kurz verraten. Also wir sind, ich habe selber erstaunt, also ich habe selber ein bisschen Angst gehabt, dass wir es nicht schaffen, aber wir sind hier echt gut in der Zeit, muss ich immer ehrlich sagen. Mhm. Königsberg, glaubst du, geht auch schnell. Muss ja schnell gehen. Meine Mama, ihr Rentner kennt ja wohl Anteil noch nicht, weil doch immer Anteil ist. Vor allem ihr Rentner, ich weiß, wer Golfbox ist. Das ist Renni. Ihr Rentner. Reini, wie hieß denn der Marbella, der Privatplatz? Wie hieß denn der? Ach, geil. Herrlich. Alcantara links. Weil das Golfball wurde mit verbaut. Ja, ist richtig. Da waren wir sogar am Fleiß. Ja, ist ja richtig. Mit höher konntest du einen Zaun da nicht bauen. Wirklich. Abschlag, Walde. Abschlag. Für alle, es ist der Abschlag. Normalerweise geht es da lang. Zwei Meter daneben war ein 4 Meter hoher Zaun. Ich habe es geschafft, in die Richtung schlagen zu wollen und im rechten Winkel über den Zaun ins Fundament in die Baustelle zu spielen. Aber wir haben gesehen, wir haben gesehen. Durch wir Loch, haben noch durch den Zaun gepunkte Lager. Bei meinen Leuchtebälle erkennt man ja überall. Also mir von irgendeinem scheiß Apartment, ihr hört mir jetzt ein Stück davon. Genau, Lanzer Galetta. Rainer. Sehr gut. So, ach geil, die Dinger. Genau. Mhm. Ja, muss man bloß aufpassen, dass wir nicht Wasser mit drin kippen, weil dann explodiert uns der Scheiß gleich wieder. Okay, okay. Ich geh weg. So. Was machen wir nun? Wollen wir jetzt Kartoffelpüree machen, oder? Ja, klar. Ja, komm, mach. Schon die Butter gemacht, jetzt machen wir auch Kartoffelpüree. Mach Kartoffelpüree. So, hier ziehen unsere Klöpschen gemütlich vor sich hin. Alter, wir haben eine ganze Menge Klopse. Wir haben echt viele Klopse. Jawohl, ich kann mir ein paar mitnehmen. Da kannst du auf jeden Fall ein paar einpacken, ja. Wie immer. Wie sonst auch immer. Erbse. Erbse will ein Trikot von Marco. Schon mal Marco mit C geschrieben. Wissen wir mal. Marco mit C. Dann such den Marco mit C, von dem du ein Trikot kriegst. Weil der Marco wird mit K geschrieben, Mann, Erbse. Mann, Mann, Mann. Ach. Das ist ein Fan, du. Das ist ein Fan. Das ist ein richtiger Fan. Das ist ein richtiger Fan. Ja, aber gut, die Katzen. Die Katzen, genau. Schöne Winkelkatze dazu. Genau. Sehr gut, sehr gut. Macht man denn nicht, was machst du denn jetzt mit der Soße? Kommt da noch eine Mehlschwitze? Nee, wir machen jetzt, wir dicken das nachher mit Maisstärke an. Maisstärke. Im Normalfall, aber Klassiker war noch Mehlschwitze, oder? Klassiker war Mehlschwitze. Oder? Ja, ja. Viele machen es auch so, dass sie noch einen Schluck Sahne ranmachen. Fände ich persönlich, ich brauche das nicht, muss das nicht haben, Sahne. Aber kommen da nicht denn, also die Kapern sind ja jetzt ein bisschen Deko hier, glaube ich, ne? Aber die sind für die Deko. Kommen da nicht Kapern rein? Guck mal hier, da schwimmen überall Kapern, habe ich reingemacht. Ah. Wir haben ein bisschen was in den Klopsen gleich mit drin. Ach, ja, stimmt, die hast du ja klein gemacht hier, ne? Und stimmt. Die andere, eine ganze Handvoll, ist hier okay. Im Funken drin. Okay. Okay. Die habe ich schon gleich am Anfang mit reingemacht, damit die schön Geschmack kriegen gleich. Oh, herrlich. Hier, probier mal so, jetzt sind sie ein bisschen abgekühlt. Ich finde, wenn die so frittiert sind, sind die noch mal einen Tacken geiler, die Dinger. Dann sind die so ein bisschen knusprig, dann kriegen sie so ein bisschen Röstaroma. Ja, ich liebe die Dinger, wa? Dann kommen die richtig raus, ne? Dann kommt dieser Kapern-Geschmack nochmal richtig durch. Der kann doch was, der kann doch was. Ja, der sieht nicht nur gut aus, der kann auch noch kommen. So, wann hast du deine Karriere beendet? Wie alt warst du da? Warst du eigentlich viel zu jung noch, oder? Du warst ja ziemlich früh. 35. Auf, ne? 35, obwohl, ja, 35. Ja, aber wie gesagt, ich habe auch erst. Ich bin auch erst mit knapp 25, also mit 24 bin ich damals in der Saison, also ich bin ja gewechselt in der Winterpause zu Hansa. Frank brauchte damals noch einen Abwehrspieler. Und bin dann, glaube ich, Saison 96, 97, genau, bin ich zu Hansa gewechselt. Alter, bist du auch knapp danach auch wieder zu Hertha, oder? Hansa, nee, erst mal Hansa 2,5 Jahre. Zweieinhalb Jahre? Zweieinhalb Jahre war ich bei Hansa und habe da, die waren letzter. 15 Punkte. Da darf ich nicht? Natürlich nicht. Entschuldigung. Ich bin noch gekommen. Von dem Tag an habt ihr kein Gegentor mehr gekriegt. Naja, 25 Punkte haben wir in Rückrunde geholt und am vorletzten Spieltag haben wir die Klasse gehalten. Ja. Das hoffe ich, das passiert bei Hertha diese Saison auch. Oh, ja. Also von mir aus auch gerne ein bisschen früher, weil das ist immer schwierig für mein Herz, wenn das so lange geht. Also von mir aus können die auch gerne ein bisschen früher die Klasse halten. Ja, aber Hauptsache Klasse halten, aber auch wenn es der vorletzte Spieltag ist, egal. Hauptsache der letzte muss es nicht sein. Oh, nee, nicht so ein Herzschlag. Das hatte ich ja mit Hansa.
Am letzten Tag. Kennst du noch diesen Spieltag 99, wo letztendlich dann Nürnberg ist abgestiegen, glaube ich? Nürnberg ist abgestiegen, wo Frankfurt 5-1 gewonnen hat. Ja, das können wir noch dran erinnern. Und wir mussten in Bochum gewinnen. Lang 1 nur hinten? Lang 2-1 hinten. Das war wirklich ein Spieltag. Da waren, glaube ich, gefühlt an dem Spieltag sind, glaube ich, es gab 5-mal verschiedene Abstecher. Aber auch das geschafft, also in meiner Vita kein Abstieg. Nicht das wollte ich auch nicht haben. Also nicht mal mit Hertha. Nicht mal mit Hertha. Kunst. Mit Hansa war es wirklich eine Kunst. Oh Mann. Also zumindest jetzt. Hansa war geil. Hansa war einfach sympathisch. Ja, ja. Auch der einzige Ostverein, der drin war. Und und das war einfach, Hansa war ein geiler Verein. Also ich muss ehrlich sagen. Wir sind ja jetzt wieder auf einem guten Wege, sag mal, vielleicht ist es sogar in die zweite Liga zu schaffen wieder. St. Pauli oder? Ja, Paul ist ja für den Nachwuchs zuständig da, aber aktuell sieht es ganz gut aus. Ich glaube Zweiter, ne, hinter Dresden. Und und wir hoffen, dass sie es schaffen, endlich mal wieder in die zweite Liga. Wäre auch wichtig für die Region da oben. Ne? Ja, super geil. Also ich mag Hansa, aber immer schon ein sehr, sehr cooler Verein. Ich gucke das immer schon sehr gerne. Nee, und zu Hertha bin ich ja dann 99 gewechselt im Sommer. Und dann war ja auch gleich, 99, das war gleich der Champions League, oder? Genau. Bist du bei Hansa Nationalspieler geworden oder Hertha? Ja, bei Hansa. Bei Hansa schon? Ich bin im Winter gewechselt und hatte im Oktober dann meine erste Einladung. So viel dazu. So viel dazu. Nein, alles gut. Danke nochmal an Frank Paritzow, ne? Der hat es ja vorausgesagt. Könnt ihr mal so lieb sein, bitte? Wir haben hier leider kein Waschbecken. Könnt ihr uns mal die Kartoffeln abkippen? Und gleich noch eine Kartoffelpresse mitbringen, bitte? Dankeschön. Hast du eigentlich unsere Butter macht ganz schön Rabatt. Hast du jemals gegen Zlatan gespielt? Ich glaube, da würde sich noch dran erinnern, wenn er gegen den gespielt ist. Ja, glaube ich auch. Nee. Och, geiler Typ, wa? Ich mag den so gerne. Ist Zlatan, wie alt ist denn jetzt? 38. 38. Oder 39, 38 oder 39? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bist du Zlatan-Fan? Ja, ich frage ihn. Ja, ich finde ihn. Obwohl, jetzt hat er ja gerade irgendwie so ein, irgendwas mit einem Wettskandal, irgendwas habe ich jetzt gelesen heute. Heute könnte ich nicht viel lesen. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber den haben sie jetzt gerade so ein bisschen. Ich hatte bloß gehört, dass er einen Schiedsrichter wieder mal genommen hat, irgendwie. Das ist schon ein verrückter Typ. Ey. Aber er ist ein Typ halt, ne? Was wir zu wenig haben. Ne? Genau, das meine ich. Ich finde den halt einfach geil. Ja. Mein Lieblings. Aber ist natürlich auch wirklich. Also der liefert aber auch ab. Ich wollte gerade sagen, also für den brauchst du zwei, die extra laufen. Ne? Vorne macht das aber ein Ding. Aber trotzdem liefert er ab. Mein Lieblingsspruch von Zlatan ist, damals, wo er in Barcelona gespielt hat, Pep Guardiola-Trainer, hat Zlatan eingewechselt. Guardiola spricht ja immer sehr viel mit Spielern, bevor er hat dann zur Seite geschoben und hat gesagt, mach mal nicht so eine Panik, der Zwerg und ich, wir machen das schon. Und an er und Messi haben sie so auch noch weiter geschossen, war damals in der Champions League, sensationell. War richtig schön zu sehen, wie der setzte an zu seinem, zur Seite schon der Zwerg und ich, wir machen das schon. Und dann haben sie, glaube ich, jeder noch ein oder zwei Tore gemacht. Oder drei typischer Zlatan. Ja, schon mal die Kartoffeln. Sensationell, so, wenn ich dich nicht hätte. Ja, oder? Muss ich auch was machen. Muss ich auch was machen. Da drüben. Ich muss ich auch was machen. Bist du blind, Alter? Ach, Mann. So, du kriegst gleich was zu tun. Du kriegst gleich eine schöne Aufgabe, die kein Mensch mag in der Küche. Natürlich. Keiner kann die leiden. Das vorletzte Mal. Das war das vorletzte Mal hier. Kartoffelpüree durch Sieb streichen. Das hier? Nee, das ist noch nicht das Schlimme. Durch Sieb hier, mit so einem Fächer hier. So, und jetzt machen wir mal kurz zurück zum Kochen. Ja. Gut. Warum, das kannst du mir sicherlich erklären, warum brenne ich die Kartoffeln hier noch ab? Boah, warum muss sie trockener werden. Richtig, und damit sie aufnahmefähig werden für unsere Butter. Weil wenn die ganze Flüssigkeit raus hast, braucht die Kartoffel ja wieder Flüssigkeit und saugt sich voll mit unserer Butter. Woll. Sag ich doch. So, zacki du. Sind das mehlig kochende Kartoffeln gewesen oder selbstverständlich. Fest? Ja, oder? Mehlig. Selbstverständlich. Besten, ey. Ich will auch immer mehlig kochen, meine Frau nicht. Na, aber für Püree musst du ja mehlig. Für Püree musst du. Also, oder was heißt, musst du? Musst du gar nichts, aber solltest du. Um es dir einfacher zu machen. Soll ich was helfen, oder? Jo, die kannst du jetzt. Nee, warte, ich mach das und du machst das nächste. Genau. So. So. Diese durchsieben. Ja, durchpacken, dann kannst du sie nachher. Das machen immer die Gäste hier, ne? Ich glaube, ich habe mal eine Sendung gesehen mit Hardy.
Musst du Hardy auch Kartoffeln durchdrücken? Ja, ja. Ah, nee, 7? Ja, ja, musst du das auch machen? Somit machen immer die Gäste hier bei dir, ne? Könnte sein, ja. Na, irgendeinen Vorteil muss ich dir haben, dass ich hier jede Woche bin. Normalerweise, also, ey, normalerweise ist es schon so schön, ja, wenn du jetzt hier bist, dass ich überhaupt koche. Weil eigentlich, ja, war das Konzept der Sendung mal so gedacht, Heiko hat zu mir gesagt, Mensch, wollen wir nicht eine Sendung machen? Da ist jede Woche ein Gast da und der kocht was und du unterhältst dich ein bisschen mit dem. Ja. Das ist ja schon die dritte oder vierte Sendung, wo ich selber kochen muss. Hier, ich schwitze. Ja, Salzrenner am Niki. Hat was gut. Ja, wa? Mit schöner Schaltungsnot noch dabei. Aber ein Kartoffelpüree, wenn das auch geil, das ist zwar eine tierische Arbeit und man sagt sich immer, Mann, warum soll man sie eigentlich denn diese Arbeit machen? Weil Stampfkartoffeln ist ja auch lecker. Du, früher, meine Mama hatte Ding mit so einem Ding hier, ein Ding, ja, ein bisschen Milch rein, ein bisschen Butter und dann hat sie losgestampft. Ist doch hier. Ist auch geil. Und für Mädchen. Aber nee, guck dir mal an das Produkt, was wir da rauskriegen, das ist schon geil. Was ich dann nachher durchstreifen darf. Genau, das, was du dann durchstreifen darfst. Das ist schon. Man fragt sich immer mitten dabei, genau, warum mache ich nicht so einen scheiß Stampfkartoffeln einfach? Genau. Und wenn man dann fertig ist mit allen, dann weiß man, warum man es gemacht hat. Okay. So. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Wer ist der Heiko? Was? Wer ist der Heiko? Wer ist der Heiko? Sehr gut. Das ist die sächsische Variante von Heiko. Heiko! Geschrieben vom Heiko aus Leipzig. So, ho, ho. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, brauche ich mal einen großen Löffel. Aber das ist eine coole Socke, muss man mal sagen. Weil der Rest der Kopf hoch auf, hinter der Kamera. Das ist diese T9, diese Schrift. Ach so. Die Jugendlichen von heute? Nicht Kochbuch, Kochbox. Ah. T9. So. Und jetzt kommt ein Schlückchen Butter dazu. Oh, guck mal, siehst du, warum das jetzt Nussbutter heißt? Siehst du die schöne Farbe? Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? So ein klein bisschen Butter. Oh, das riecht. Oh. Die ganze Butter. Oh. Naja, haben wir noch gesagt, 500 Gramm Kartoffeln. Ne? Da sollte schon ein bisschen Butter dazu kommen. Ach, ist das nicht Alter, schön. Wie das riecht? Das riecht so geil. Wenn ihr das riechen könntet. Oh, wenn man den Geruchsfernsehen machen könnte, ja. Irgendwann. Wird das noch erleben? Das wäre doch was. Aber im Moment müssen wir am Hertha echt ein bisschen zittern, wa? Weil du hast mir vorhin gerade erzählt, ich habe es gar nicht gelesen. Die haben jetzt auch noch in dieser schwierigen Phase. Dann kommt noch dazu jetzt, kurz vor Schluss. Ja. Oh, die ganze Mannschaft eingesperrt unter Corona bei dem wichtigen. Ach, das ist ja nett. Ich bin da kein Gibbon. Ja, das ist super. Wo ist denn eigentlich mein. Habe ich eine neue gekriegt? Haben wir Budget? Ja, ja. Haben wir Budget? Ja, Wahnsinn! Ich habe eine neue Gumminille. Na gut, nach 11 Sendungen, ne? Nee, in der vorletzten oder so, hätte die andere wieder mal anbrennen lassen, da fehlt ein Stück. Passiert mir ab und zu mal bei Gummidingern. Ja, wo gehobelt wird? Da fällt Jummi. Fällt Jummi, genau. Wie heißt du denn, Gummifrau oder wie hieß du das? Nein, ich habe es einmal gesagt in der Sendung, die Küchensprache ist sehr derbe. Ich werde es nicht nochmal wiederholen. Küchenschaber. Der Sternekoch hat gesagt, du sollst einen Schneebesen nehmen. Wer ist denn der Sternekoch? Der Wolfgang Müller. Der Wolfgang? Ich, das wollte ich, wäre ja kein Stern. Stell dir mal vor, dann kriegen wir einen Stern. So, nee, jetzt wollen wir mal. Du hast schon ein paar Jahre hinter sich, oder? Nee, du, die sehen tatsächlich, kaufst du die so, die sehen nach einer Woche so aus. Also. Da fragst du dich immer, wann machen die Leute damit? Aber es ist wirklich. Das gibt so bestimmte Sachen. Jetzt kommt mein Job. Genau. Jetzt kommt mein. Das gibt so bestimmte Sachen, die haben wir schon. Die würde ich gerne alle mal auf einen Haufen sehen, wie oft wir die schon gekauft haben. Da fällt mir spontan ein Sparschäler. Was sagt er? Jetzt, ich hier jetzt durch, einfach ja? Durch. Das muss durch, Sieb durch. Genau. Coffee Cups dünn genug gemacht, wenn nicht, brauchen wir nochmal einen Schluck Milch, weil ansonsten ist das echt ein Arschloch auf die Arbeit. Ich kann nicht dünn gemacht. So kennen wir dich, Walde. Aber die geht doch gut durch, oder? Warte mal, wir gucken mal nach unten. Aha, klappt alles auf der anderen Seite. Klopfen wir ab. Aber es lohnt sich. Das ist eine scheiß Arbeit, aber es lohnt sich halt einfach. Das ist einfach. Aber wieso sieht man das Ding denn nur durch? Das ist so ein Jan. Das gibt so einen schönen Mundgefühl. Ich kann es nicht anders beschreiben. Was müsste man denn nicht? Ne? Also ich kenne nicht. Und ein Bier.
Okay. Danke, Heiko. Lass ihn doch mal machen. Das hätte mir auch Doki mal sagen können. Na komm, Waske. Klassiker. Weil du in die Maske, wollte ich sagen, Heiko, Waske draus gemacht. Weil dir in die Maske die Kniescheibe glänzt. Ja, ich muss ja ackern, wenn der Rema da ist. Normalerweise muss ich hier stehen, hier ganz entspannt und muss quatschen. Ja, ein bisschen Papier hier. Dankeschön. Ja, ein bisschen Mimimi. So, da kommt noch eine Frage, Marco. Mit wem bist du noch richtig dicke, mit dem du gespielt hast? Ach du, da gibt es doch einige. Ja, okay, mit aktuell. Dem du sogar noch was will keiner mehr was. Nee, gut, bei den. Aber das ist schon, du schmeißt schon zusammen, oder? Gibt es da noch ganz, ganz dicke Freundschaften? Ja, also jetzt aktuell natürlich. Freddy kommt ja wieder nach Berlin. Freddy, seit heute offiziell, wir können offiziell darüber reden. Sehr guten Kontakt noch. Ja, auch mit neuer Sportvorstand bei Hertha BFC. Freddy Bobic, es geht aufwärts. Hoffentlich auch für die erste Liga. Ne? Das hoffen wir mal sehr. Aber sind wir mal sehr optimistisch. Freddy ist für die großen Deals bekannt. Wir haben schon hinter der Kulisse ein bisschen gemunkelt. Also ich glaube, nachdem sie gestern ausgeschieden sind aus der Champions League, ich glaube, Freddy bastelt da dran. Kloppo zu Hertha. Ich sehe die Schlagzeile. Kloppo zu Hertha. Naja. Ja. Da gibt kein Bier mehr hier. Da gibt nichts mehr. Ja, das ist ambitioniert, aber wäre schon schön. Ja. Aber ich mag Dardai gerne. Also ich würde gerne den Paul Dardai mal sehen, wenn er mal eine eigene Vorbereitung hat mit einem Kader, wie er jetzt bei Hertha ist. Das würde ich mir gerne mal angucken. Und bei Paul sage ich auch, also fit sind sie auf jeden Fall. Ne? Das stimmt. Nach einer Vorbereitung mit Paul. So. Nee, aber mit Freddy wird's Lob an die Technik ja. Oder großes Lob an die Technik läuft. Habt ihr doch selber geschrieben. Alles tipptopp. Also ja selber. Hör mal auf. Warte mal, komm, eine Rutsche haben wir noch. Okay. Wenn das nicht schmeckt. Wir brauchen für morgen für Catering. Dann nehme ich mit den Rest. Kann man, genau. Können wir jetzt mal die restlichen 40 Kilo holen, die wir morgen für Catering brauchen? Ja, schön. Ey, quatsch mit dem mal ein bisschen über Fußball und dann haben wir uns die durchgemacht. Sehr gut. Nee, aber du wirst selber gleich merken, also da, vielleicht muss noch ein bisschen Salz dran, weil da war ich bis jetzt noch ein bisschen vorsichtig, aber. Hast du dich schon verliebt? Nee. Ich bin lieber, bist auch raus, geht nicht mehr, aber nachwürzen können wir immer noch. Genau, hast recht. Da hast du recht. Also, ich habe jetzt schon verloren, der Gläsbruch gerade. Hast recht. Jetzt gucken wir mal noch, was auf der anderen Seite noch hängt. Ja. Spannend. Ich brauche wieder Papier. Nee, aber jetzt haben wir ja ein bisschen Salz. Du hast es ja gerade angefangen mit Hertha als aktuell, ne, mit der Corona. Ja, du hast es mir vorhin gerade erzählt. Ja. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich den ganzen Tag hier im Land steht. Ja, aktuell ist es so, dass man echt gucken muss, ob überhaupt das Spiel am Wochenende stattfinden kann. Ja, da muss man dann aber tatsächlich auch sehen, ob es nicht vielleicht besser ist, wenn es nicht stattfindet, oder? Ja, eigentlich ja. Aber bisher ist es so, das ganze Trainerteam in Quarantäne ist und die Mannschaft isoliert im Hotel. Ja, mal gucken. Die Klopse sehen geil aus. Ja klar, da sind jetzt Profis am Berg hier. Hallo. Wenn irgendwas Profis sind, dann in Klopse. Hm. Und jetzt wirst du merken, dass sich die ganze Schinderei lohnt hat. Hm. Einfach schön. Einfach nur schön. Hm. Oder? Hm. Ja, halt schon. Weißt du, was ich jetzt meine? Wie viel Butter war es da wirklich drin? 2,5 Kilo. ich war zum Glück laufen heute. 1,5 Kilo, aber jetzt weißt du, was ich meine mit... Wenn man jetzt zweimal durchstreicht, schmeckt das noch besser. Hier aus dem Off hier, weißt du, Heiko, oder? Sind wir der Heiko. Recht hat er. Heiko, ja. So viel Zeit haben wir nicht mehr. So, jetzt werden wir mal noch was einsauen.
So, warte mal, pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Was ist denn mit der roten Beete eigentlich? Da hatten wir auch noch einen Plan. Die rote Beete, die gammelt vor sich hin. Okay. Wenn sich mal noch, weil habe ich nämlich wirklich nicht, tatsächlich, ich habe wirklich geguckt, ich habe keine Schaumkelle. Weil dann können wir nämlich mal einen von den klopsen. Wir müssen ja mal gucken, ob wir Klops probieren, oder? Auf jeden Fall. Klops müssen wir probieren. Weil wir haben jetzt den Püree fertig, wir haben die Kapernäpfel fertig. Obwohl wir die noch mal kurz rinschmeißen vorher, dann sind die nicht so latschig. Und jetzt kosten wir die Klopse, jetzt kosten wir die Beete und dann sind wir echt gut in Time, Alter. Stark. Ich hab Hunger. Ja. Nur gefrühstückt heute. Klopse sind keine Hunde. Meinen die uns, oder? Nee, ich hoffe, die haben auf den Herd. Ich hoffe, die hatten wir auf dem Herd geblendet. Und meinen nicht uns. Gut. So. So, kicke mal. Oh, kick mal. Kalbs hier. Oh ja, kann man machen. Ich habe ein Riesenstück Brot erwischt. Aber die schön fluffig sind schön leicht, oder? Super, sehr gut. Die können wir auch rausnehmen. Mal wieder rein, ne? Ne, raus, jetzt binden wir die Soße ab und dann kommen sie wieder rein. Halb geht ja nicht. Den können wir essen, ne? Den könnte man essen. Sehr gut. Also die sehen auch wirklich schön aus, finde ich, oder? Kann man die mal zeigen hier? Also jetzt mal, damit ich... Die sehen doch wirklich geil aus. Top. Die Technik hier ist echt der Hammer. Ja, oder? Heiko echt sich Mühe gegeben. Heiko hat hier technische Grundsätze. Nochmal ein Kompliment an die Technik hier, wirklich. Also. Heiko hat hier grundsätzliche technische Voraussetzungen geschaffen. Wir könnten auch den Grand Prix de la Eurovision de la Chanson übertragen hier. Heiko. Das Schöne ist, da ergänzt man sich halt gut. Weil ich bin totaler Vollhorst. Also, bei mir wird es schwer, wenn wir mit Handyvideo übertragen müssen, wenn ich dafür verantwortlich wäre. Schmeckt auch gut, fehlt bloß ein bisschen Salz. Ansonsten sehr gut. Zack. Wieso ist eine Chili drin eigentlich im Salz? Da ist eine Chili im Salz drin, einfach damit ich optisch, wenn man viel quatscht, sehe, dass das Salz ist und nicht Zucker nehme. Stark. Alles schon mal passiert? Das sieht man ja auch. Ja, siehst du aber nicht, wenn du jetzt im Kochkurs bist. Bist im Kochkurs und quatscht die ans Fülle. Und dann aus dem Augenwinkel? Ja, ist doch gut, du. Man muss über ihn natürlich wissen, ist ein lieber Mensch, ich habe ihn wirklich lieb, aber er ist ein Pedant in manchen Sachen. So, jetzt drehen wir das nochmal ein bisschen hoch und binden das einfach ein bisschen ab. Wir machen jetzt die ganz einfache Methode. Das ist den Schnee hier wieder rauskriegen. Das ist jetzt eine Maisstärke. Das ist einfach eingerührte Maisstärke, genau. Die einfach aus Maisstärke ein bisschen in Wasser eingerührt. Wie Mörtel. Ja, wenn das eine Weile steht. Wenn das eine Weile steht, dann hat es jetzt auch mal so ein bisschen eine kleine widerspenstige Konsistenz. So, jetzt nehme ich mir auch den Schneebesen, bevor ich wieder angezählt werde. Jetzt binden wir das nämlich einfach ein bisschen ab. Kocht ein wenig, weil da zum Abbinden muss es kochen. Nur. Und schon kriegt es auch die typische Klopsefarbe. Die sind immer noch heiß hier, oder? Ja, wir schmeißen noch ein paar Kapernäpfel rein. Weil die sind so latschig. Latschig. Und suchst du, was brauchst du? Nee, gar nichts. Ich muss warten, bis es einmal kurz kocht. Stellen wir mal auf Pova. Das sieht gerade ruhig noch. Weil ich mag ja, magst du auch so Semiersoßen? Ja. Ich mag ja Soßen müssen so richtig so. Ja, wieder so. Crispy klopft du sowieso. Da muss die Semi sein. Und am besten, wie gesagt, normalerweise Salzkartoffeln, weißt du, das muss man richtig. Ja, manche Pommes quetschen, ne? Ja. Aber ich wollte es hier ein bisschen ja, ist okay. Attraktiv machen, außerdem wusste ich, dass du nicht viel tust und dachte, ich kann dir wenigstens das Scheiß ausstreichen, überbügeln. Hallo. Maisstärke, aber knapp dran vorbei. Fett, Maisstärke, aber knapp dran vorbei? Hä? Genau. Ist das Sahne oder Milch? Du hast keine Sahne und auch keine Milch. Das ist einfach Maisstärke eingerührt in Wasser. Heiko kann nur Technik. Eieieiei. Dr. Meier. Oh, jetzt. Oh, Dr. Meier. Oh. Dr. Meier.
Komm du mal her hier. Komm du mal her hier, genau. Freundchen. Mein persönlicher Favorit bzw. Fußballgott? Puh. Favorit bzw. wer ist dein persönlicher Favorit bzw. Fußballgott? Favorit oder was? Na gut, Fußballgott. Ducky. Nee, wer ist so? Hat man denn, wenn man selber so Profifußballer war, hat man so Fußballer, wo man sagt, oh, das ist ein, den verfolge ich zum Beispiel auch? Oder der, hat man das? Nee, oder? Da konzentriert man sich auf sich selber, oder? Absolut. Wie gesagt, es ist natürlich immer schön, wenn man jetzt, sagen wir damals zu meiner Zeit mit Zidane oder so, da hast du schon gesehen, also der kann ein bisschen was. Und aktuell ist eigentlich für mich, es gibt ja immer die Diskussion, oder es gab die Diskussion, ne, mit wer der beste Fußballer ist? Cristiano Ronaldo oder Messi. Und ich bin eindeutig bei Messi. Du bist bei Messi? Ja. Gut, wie gesagt, jetzt nach der ganzen mit Barcelona und ich will weg und weiß ich was. Okay, da hat er vielleicht ein bisschen an seinem Image verloren, aber oh, Vorsicht, boah, nicht kleckern. Aber so vom als Fußballgott, ja, Fußballgott ist immer auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen stärker. Aber wie gesagt, eher Messi als Ronaldo. Und ein paar Löffel. Eher Ronaldo oder? Für mich? Oder Zlatan natürlich, ne? Zlatan. Für mich ist es Zlatan. Zlatan. Oder? Ich erstmal noch ein bisschen klopfen. Für die älteren Zuschauer. Immer noch meine Lieblingsnummer. Nummer 7. Frank Terlecki. Ja? Fußballgott! Das war übrigens wieder Heiko. aber jetzt so von den, ich sag mal, alles, was so in jüngerer Vergangenheit ist, ist tatsächlich. Zlatan. Tatsächlich Zlatan, ja. Ich mag so Typen halt. Ich mag wirklich Typen. Das ist ein kleiner Kunde, der sagt, was er denkt. Und natürlich muss man, wenn man so eine große Fresse hat wie Zlatan, muss man liefern. Und das macht er. Ja. Das macht er auch noch im hohen Alter. Und das finde ich einfach geil. Hast du recht. So, jetzt kosten wir mal. Aber der war ja immer außen vor gegangen. Ne? Immer so, wenn es uns um diesen goldenen Schuh ging, hat der so, nie gewonnen, oder? Dabei, ne? Versteht? Na gut, das war auch so ein bisschen. Gut, also für mich ist das, ich habe da keinen Einblick drin, aber für mich ist das auch so ein bisschen prestigeträchtig. Also das war ja eine Zeit lang irgendwie überhaupt nicht denkbar, dass das irgendjemand anders wird, außer Messi oder Cristiano. Also. Ja, hast du recht. Obwohl ich sagen muss, Lewandowski hat es verdient. Also dazu, ich bin wirklich. Also ich bin alles andere als ein Bayern-Fan, aber Lewandowski als Spieler für seine Leistung, die hat er einfach verdient, muss man sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn er jetzt nicht verletzt worden wäre, denke ich, er hätte sogar geschafft, den Sepp Maier-Rekord zu knacken. Ich denke, dass er... Nicht Sepp Maier, ach so, Gerd Müller, ja, Mann. Ja, wenn man so viel redet. Gerd Müller. Aber den kann er noch schaffen, ne? Ich weiß nicht, wann er wieder spielen kann. Ja, ich glaube, dass er jetzt wieder... Am Wochenende gegen Wolfsburg? Ja, am Wochenende wieder kann. Wie viele Spieltage haben wir noch? 5, ne? 5 Spiele? 6 Spiele? 5 Spiele? Warum kostest du denn immer nur? Hier, ich hab doch für dich den Löffel. So, das war doch meiner, okay. Mann. Hallo. Du bist schon satt gleich, ey. Nicht mehr hören, für euch schnell gemacht. Oh. Oder? Kann man so essen, aber oder? Du musst auch ein bisschen Essig ran, finde ich. Essig? Findest du den noch saurer, willst du das? Oh, ernsthaft? Dann mach erstmal die Klopse rein. Mach mal erst die Klopse rein. Ja, lass uns mal die Klopse. Essig steht bisschen. Ja zur Not noch da. Genau. Das ist doch nur gut. Und Kapern. Kapern. Kapern satt. Kapern Wasser vielleicht noch? Wasser? Kapern Wasser? Nee, aber das ist gut. Dann warten wir mal ab. Der Löffel muss ja weg wieder, ne? Genau, wir haben da neue. Auch wenn wir getestet sind, aber... Nee, wir haben da immer neue. Genau. Wir wollen ja alle was essen, ne? Oder? Ja. Weißt du, die wollen von uns was essen? Müsst ihr nicht, also. Ja, willst du bestellen? Müsst ihr nicht, ne? Hier ist noch eine Frage von Ulrich Karl. Also ich find's echt geil. Ja, das ist mir klar. Wer ist denn, interessante Frage. Ja, Karl, interessante Frage. Halten wir mal gar nicht Thema heute. Wer ist dein Favorite, Marco? Wer ist Marcos Favorite als Nationaltrainer? Jungs. Also Favorite? Also sag mal Favorit. Der wird nicht kommen, wäre natürlich Kloppo, ne? Aber gut, das ich glaube, wird Kloppo, werden. Das wird nichts werden. Aber ich denke, dass es. Ich lege mich da jetzt fest, Hansi Flick wird. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, das wäre eine bessere Lösung als Stefan Kunz.
Das kannst du nur einschätzen, aber Flick, also seine Erfolge sprechen für ihn. Ja. Sind doch keine Spreewälder, Kopser. Kommt von Bunky als Antwort auf deinen Essig. Oh. Der war nicht schlecht, Bunky. Jetzt müssen wir mal erklären, warum Bunky heißt eigentlich. Warum heißt Bunky nicht Bunky? Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz. So kriegt man ganz schnell neue Spitznamen, wenn man Unki heißt. Auch das Golfspielen für sich entdeckt hat und aber an keinem Bunker vorbeikommt, heißt man Bunky. Und nicht rauskommen, ne? Das kommt auch noch dazu. Und wenn man rauskommt, von einem Bunker zum anderen schlägt. Genau. Dann kriegt man ganz schnell diesen Namen weg. Naja, hätte ich. Aber ist schon besser geworden, Bunky. Schon besser. So, jetzt kosten wir mal die noch schnell. Natürlich, na klar. Hier ist ein Gäbelchen dazu. Merci. Sind gleich die Außen hier, ne? Ist natürlich, am schönsten sind sie, wenn man die über Nacht einlegt. Mm. Aber kannst du die Kochsendung, wo sind wir alle? Publikum. Wir brauchen so einen Einspieler. Das ist zu ruhig, oder? Mm. Ah, wartet, wartet. Warte. Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. So. Ja, so muss es laufen. So sieht's aus. Könnt ihr nicht jede Woche hier sitzen und zugucken oder trinken, essen? So. Ich würde sagen, wir richten jetzt mal in. Sind leicht scharf. Komm schön hin rein. Ich habe drei Chilis mitbekommen. Geil. Drei Chilis habe ich darin gehämmert. Wir machen es mal folgendermaßen. Warte mal, ich hatte jetzt ganz überlegt, wie wir das anrichten. Wir machen es mal. Für die Raupe? Kann ich mal einen GN-Einsatz haben für den ersten Teller, den ich anrichte, bitte? Warum denn schon wieder für Heiko? Jetzt hör doch mal auf. Weil die Raupe ist immer ein bisschen mehr. Und hör doch auf, das machst du sonst auch nicht so. Mike, immer so. So viel Fernsehen nur. Wenn wir Gäste haben. Achso, okay. Oh, ich einen Hunger, hab ich schon gesagt? Nee, ne? Nee, hast du noch nie erwähnt. Gesagt, ne? Brauchst du aber auch nicht, ich kenne dich ja schon zwei Tage. Ja. Alter, ich bin doch auch der Vorzeige-Pinzettenkoch, bin ich doch auch. Ey. So, extra für dich eine Borte, die Pinzette, ne? Eine Pinzette? Ich trinke kein Bier mehr. Zum Glück werde ich abgeholt. Das Bier wird gleich abgeholt. Ich werde abgeholt. Du wirst abgeholt, von wem wirst du abgeholt? Zeig mir. Nein. Zeig nicht. Weißt du, der Markus-Teller für das Supplement? Markus Teller für Nachschlag. Mmh. Bei dir können ja ruhig ein paar Kapern mit drauf fallen, oder? Natürlich. Klar. Ja. Zack. So. Dann kommen hier noch schnell zwei, drei ausgebackene Kapern mit drauf. Und träumt mir halt zu essen. Ich habe noch nie so einen Teller von dir bekommen. Hast du nur halt drauf geklatscht hier? Viel Spaß. Naja, dem Zwecke geschuldet. So, und jetzt, warte. Neues Löffelchen. Soße, Alter. Alter, Soße. Guck mal, wie sie da vorne kommen jetzt hier rüber. Ihr seht ihr nicht, ne? So. Stark. Und würde ich sagen, haben wir schön. Das kann man als Königsberger Knopse 2.0 durchgehen lassen, oder? Wenn es jetzt noch schmecken würde. Dann muss man einen Teller an der Kopfhörer müssen. So, ich würde mal sagen. Freue ich mich schon drauf. Du nimmst den Schnaps hier in den Teller. Ja, aber auf jeden Fall. Kriegst jetzt gleich noch Besteck. Und wir gehen rüber in unsere Lounge, würde ich sagen. Wohin? Ich nehme dein Bierchen. Wir haben ja noch unsere Lounge. Da kannst du in Ruhe essen. Ah. Soll ich dein Bier mitnehmen? Besteck kriegst du gleich. Jetzt kommt Heiko sein Lieblingspart. Weil wenn du mal jetzt leisten musst, kannst du noch einen Schnaps spielen. Habt ihr eure Taste verloren? Wäre gerne traurig drüber. Den haben wir noch gelobt, ne? Den haben wir noch gelobt. Dürfen wir schon gehen? Okay, wir bleiben noch hier. Könnte ich eventuell noch ein Bier haben? Danke. Was?
Erstmal nur eins. Aber wir müssen ja sowieso noch. Gott sei Dank habe ich die Cindy, weil ich habe völlig vergessen, die Frage zu stellen heute vor lauter Fußballquatsche. Ach je. Weil traditionell, bevor wir in unsere Lounge rübergehen, wir sind noch im Bild. Ich kann die Frage jetzt stellen, oder? Ja, ja. Stelle ich natürlich unsere Frage. Wir haben gesagt, Gewinn tut heute Nummer 3 und Nummer 13. Anne lehnt nee, an. Nee. Ah, nee, 3 und 11. Deine gesagt, Rücknummer, 11. Deine Rücknummer, 11. Sendung. Jawohl. 3 und 11 haben wir gesagt. Und natürlich. Ich habe schon, bevor wir die Frage gestellt haben, vorhin eben mal die richtige Antwort gelesen. Ja? Natürlich ich weiß auch, wer es war. Ich weiß auch, wer es war. Wir wissen, wo dein Auto wohnt. Natürlich ist die Frage, wie viele Bundesligaspieler hat Marco Rehmer in seiner Karriere absolviert? Und jetzt ihr. Nummer 3 und Nummer 11. Also einen weiß ich auf jeden Fall, der die Antwort kennt. Das Geile ist, wenn du Nummer 1 machst, 35. Oh. 35 immer falsch, das waren die nationalen Bundesligaspiele. Ah, Gummi, ja. Bundesliga, nicht national, Bundesliga. Spiele im Nationaldress. Bundesligaspiele, Leute. Ja. 1, 2, oh. Da war die Nummer 3. Heiko Arndt. Da war die Nummer 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Trajan, genau. 9, 10, 11, da ist er. Igel Dirk. Nee. Ist der Igel Dirk schon wieder die Nummer 11? Warte, wir zählen offiziell aus. Wir holen unsere Notare. Hat er schon ein paar so eine... Oh, die Notare und dann wird ausgezählt. Wir gehen jetzt rüber in die Lounge. Aber so eine fantastische Grillplatte, ne? Also ich habe gesehen, also gehört, Axel bekommt die auch, ne? Axel bekommt die auch. Du bekommst natürlich... Du, warte mal, was kostet die Welt? Tino! Jetzt sind wir, wie ihr kennt von uns, ganz gemütlich in unsere Lounge eingekehrt nach dieser harten Arbeit. Herrlich. Irgendwann wird uns, das wollte ich auch schon immer mal sagen, von unserer bezaubernden Assistentin, werden uns die beiden Sieger reingereicht. Und Marco, iss mal ruhig. Also sonst ist es ja kalt, ist ja schade. Ja, stimmt das. Also du kannst ruhig essen. Ja? Bei uns darfst du auch mit vollem Mund sprechen, wenn ich dich irgendwas frage. Also ist alles in Ordnung. Schmatzen und so könnt ihr rausschneiden, ne? Oh, da ist eine 84-stellige Zahl auf die Frage nach deinen Bundesligaspielen. Jawohl, der hat auch gewonnen. Der kriegt noch einen Zusatzpreis. Mm. Mm. Oder? Fehlt schon wieder. Ach so, der Einsatz hat schon wieder gefehlt. Mann, konzentriert euch doch mal. Konzentriert euch doch mal. Marco kostet gerade das Essen. Na, ja. Mein Gott, also. Das müssen wir, Dicker, das müssen wir vom Band holen irgendwie. Das klappt ja nicht mit dem Publikum hier. Und was sagst du? Hammer. Schön geworden, oder? Sehr gut. Mm. Und da sind noch, wir müssen ja kicken, wenn wir dir noch was einpacken wollen, da sind noch ganz, ganz viele Raupen. Ich krieg nichts. Sehr gut. Dankeschön. Mm. Mm. Also manche Leute haben echt den Trick raus, wa? Die Gewinner? Mm. Warum? Ja, weil so einige Leute, die haben schon öfter mal, aber die Worte liegt vielleicht daran, dass wir die dreistellige Zuschauerzahl noch nicht geknackt haben. Aber obwohl ich dachte, jetzt, wo wir den asiatischen Markt haben, kommen wir mal ein paar andere Zuschauer. Aber naja. Aber haben die 33 auch zusammengekriegt, oder? Doch, 33 hätten wir zusammengekriegt. 33 hätten wir locker zusammengekriegt. Wir besorgen noch ein Trikot. Achso, einer, der die Nummer, Jibson 33. auch, der mitgemacht hat? Jibson war auch, Sunny? Ich habe gerade ganz leise was säuseln hören, wenn es einen gibt, der als Nummer 33 die Antwort eben hat, dann würde Marco ihm noch ein Trikot besorgen, weil es war seine Nummer eben. Ihr Saubatzen, bis vorhin ja, nicht doppelt, nicht doppelt.
Ja, mach mal, dann klären wir nachher noch. Hier, auf einmal du. Schiebung. Sehr gut. Cindy, wer ist denn das? Mein Freund. Ah, Cindy, bring mal bitte was zu essen mit, wurde da geschrieben. Aha. Sag mal nochmal an, dass sich nur was bei uns die 10% Ja. Ja, also wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt, also das ist so ein bisschen die Krux bei den digitalen Sachen, dass wir können es immer nachweisen, also wir haben Rechtsanwälte, Notare, wir haben im Prinzip eine eigene Rechtsabteilung dafür schon. Genau, Wolfgang ist unser Guest Relations Manager, der erklärt so eine Sache immer ganz schnell, unterstützt dann von seiner rechten Hand Sven. Und nee, wir haben es, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, es ist manchmal... Wir wissen selber noch nicht, woran es technisch liegt. Wir hatten nur ein, zwei Beschwerden, dass es hieß, oh, wir waren aber Nummer 5 oder Nummer 6, also einer der Sieger, war in dem Chat, den ihr zu Hause gesehen habt. Wir fotografieren den jede Woche ab. Wir haben es aber hier in unserem Chat, können es natürlich nur danach machen, was wir hier sehen. Ja. Und kurioserweise ist es manchmal so, dass es differiert. Dass in unserem Chat ist jemand wie heute die Nummer 11 und in dem Chat zu Hause ist es dann ist es auf einmal die 12 oder die 13 oder die 10. Wir können natürlich nur nach dem gehen, was wir hier bei uns sehen, logisch. Und ihr könnt uns drauf verlassen, ihr könnt euch darauf verlassen, wir wollen ganz sicher unsere Preise nicht bei uns behalten und wollen hier niemanden über das Ohr hauen, sondern haben einfach Interesse daran, dass ihr Spaß habt und dass ihr eure Preise kriegt, wenn er schnell genug schreibt. Also, aber wir können die Gewinner noch vorgelesen? Oder die werden ganz zum Schluss vorher lesen. Trommelwirbel, wir haben noch 10 Minuten und ganz zum Schluss gibt es natürlich erst die Gewinner. War es Filippo? Er hat es auf jeden Fall als allererstes in Chat geschrieben. Ja. Oder Bunky. So, und jetzt, Marco, jetzt sind wir in der Lounge, jetzt sind wir beide unter uns. Jetzt kannst du mal so ein paar ganz fiese Sachen aus der Kabine preisheben. So. Wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns. Aber in der Kabine ist immer ruhig. Ist es tatsächlich so? Ich habe, also für mich jetzt als Außenstehender, auch wenn wir uns jetzt lange kennen, aber ich bin ja wirklich Außenstehender, bin einfacher Fußballfan, einer von den 83 Millionen Bundestrainern. Irgendwie kam mir das zu deiner Zeit vor, das soll jetzt nicht sein, weil ich auch 50 geworden bin, früher war alles besser, aber als wenn so dieser Truppenzusammenhalt so früher in deiner Zeit irgendwie, also als wenn ich, heute kommt mir das alle vor, einer hat mal den schönen Begriff geprägt, ich AGs. Alle sind ja. Nicht AG. Irgendwie kam mir das früher so vor, als wenn da, ja, das waren halt Typen, die sind auch mal zusammen ja, Biersaufen gegangen und waren nicht immer glaube, politisch korrekt, ja, aber waren halt ja, Männer. Ja. Ich glaube, dass das so ein bisschen, dass heutzutage ein bisschen fehlt. Also dieses mal zusammen mal sich einschließen, mal die Meinung vom Kopf hauen, mal saufen gehen. Ich glaube, das hat so ein bisschen fehlt. Ich glaube, auch früher hat so jeder für sich auch das Beste rausgenommen, mitgenommen, klar. Ist ja klar. Aber trotzdem bist du, ne, wir sind, sag mal, beste Zeiten war bei Hertha, Jürgen Röber war Trainer. Und wir hatten teilweise auch auf dem Platz selber auch mal die Taktik geändert. Das siehst du heute nicht mehr. Du siehst jetzt, ich sage immer, der Trainer draußen, der gibt was vor, aber der kann ja im Spiel nicht mehr eingreifen. Und da muss eine mal richtige Mannschaft, zeigt sich dann eigentlich auch, die so ein bisschen Eigeninitiative auf dem Platz auch zeigt. Die reagieren. Die reagieren, ja. Die, keine Ahnung, auch mal da hast du so ein, zwei Leader, die auch mal dazwischen hauen. Ich glaube auch, dass das aktuelle Problem auch war oder auch ist immer noch bei Hertha, ne, dass du eben halt nicht irgendwo so Typen hast, die auch mal vorne weggehen, sondern ich glaube, ich habe das Gefühl, jeder ist so mit sich selbst beschäftigt, ja, und guckt, dass er gut aus der einen oder anderen Situation rauskommt, aber du hast nie so welche, die auch mal eben wirklich dann mal dazwischenfegen, auch mal sagen, komm, jetzt mal 5 Grade sein lassen, wir schließen uns ein, jeder geigt sich die Meinung, wir saufen mal ein, am nächsten Tag geht's wieder los. Ne, am nächsten Tag mit Vollgas hier. Das hast du halt leider nicht mehr und ich glaube aber auch, dass es generell ein Problem ist im Fußball bei uns, dass man so diese Typen gar nicht mehr haben möchte. Ich glaube auch, das wird, also hört sich jetzt nicht falsch verstehen, bei Menschen komisch an, aber es wird so ein bisschen weggezüchtet. Ja, oder so ja, diese, ja. Ja. Überspitzt gesagt kann man so sagen, ja. Ja, nur die ganzen viele Ja-Sager. Ich glaube, und das ist auch, man sieht es ja auch jetzt aktuell auch bei der Nationalmannschaft. Du hast, ne, also das funktioniert. Sag mal, wenn du jetzt sag mal, so von der Taktik her funktioniert es gut, aber du hast nie irgendwo Überraschungsmomente mehr. Also keine Typen, die immer so ein Sané wäre so einer, aber der wird ja auch immer zurückgepfiffen. Der darf jetzt doch nichts alleine machen. Der, klar, muss auch nach hinten arbeiten, aber der muss doch sich mal auch mal trauen, vielleicht ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal ins Dribbling reinzugehen. Aber wird dann zurückgepfiffen und soll es nicht machen. Ne?
Mir fällt eine Sache ein, ich weiß ja nicht, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon so lange, ob ich diese Geständnis schon mal dir gegenüber abgelegt habe. Du hast ja mit Marcello zusammengespielt. Hm? Ja. Fiel mir gerade beim Thema, man muss sich mal einschließen und in den Saufen gehen ein. Marcello, für mich einer der geilsten Fußballer, die je bei Hertha gespielt haben. Absolut. Ich muss jetzt ein Geständnis machen, ich war nicht nur einmal daran schuld, dass Marcello montags zu spät zum Training gekommen ist. Hier, Torstraße? Weil ich mit Marcello im Taba zu dieser Zeit am Sonntag in der Torstraße oftmals tierisch eingebrannt habe, bis früh um fünf oder früh um sechs, weil da war immer brasilianische Live-Musik. Und ich glaube, ich war das eine oder andere Mal schuld. Er wollte schon los und ich habe gesagt, noch ein Cachaça. Noch ein. Und dann war er angezündet und dann sagte er noch Marcello, Marcello war ja aber auch ein Sonderexemplar. Ich glaube, dass, ich sag mal, auch wir als Mannschaft haben dann irgendwann auch mal zu ihm gesagt, du pass auf, du kannst unter der Woche machen, was du möchtest. Du musst nicht, wenn der Trainer sagt, du musst jetzt hier die Vollgas trainieren, mach es nicht. Hauptsache am Wochenende, wenn du am Wochenende da bist, vielleicht ein Tor machst, zwei vorbereitest, was auch immer. Also deinen Job machst im Spiel, dann kannst du unter der Woche machen, was du willst. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Und geliefert hat er dann. Geliefert hat er. Ich mochte ihn wirklich sehr gerne. Ja. Das war ein ganz, ganz lieber Mensch. Also, ich war bloß, wie gesagt, ab und zu manchmal ein schlechtes Gewissen gehabt. Hat sich aber auch viel, hat wirklich viel ablenken lassen, leider. Ich glaube, der hätte noch weitaus mehr erreichen können. Der hat ja auch so einen riesen Hofstaat um ihn herum gehabt, die alle an ihm rumgezottelt und gezerrt haben. Also. Dieter Hoeneß hat ja teilweise schon die Hälfte vom Gehalt eingefroren, damit er nicht halt ausgibt. Ah, wahrscheinlich, ja. Bester Fußball, hier entbrennt gerade eine riesen Fußballdiskussion, sehe ich gerade. Okay. Erster FC Heidlos, was? Erster FC Heidlos. Zu Zeiten von Lothar Matthäus. Der Lothar. Bester Fußball ist der englische Fußball. Ja. Ist ein Fußball, der schön anzusehen ist, aber polarisieren würde ich das auch nicht. Oh, den finde ich schon wieder geil. Also die Antwort finde ich schon wieder super. Auf bester Fußball ist englischer Fußball. Nee, Nordmazedonien. Also den finde ich schon. Jawohl. Aber ich finde, dass der englische Fußball ist geil, ich mag ihn auch, aber ich finde, dass er ein bisschen zu sehr verherrlicht wird. Also finde, wir haben mit der Bundesliga eine geile Liga. Ja, mittlerweile haben wir auch wieder eine spannende Liga. Ne? Ich glaube, dass wir die letzten Jahre, was zumindest Meisterschaft anging, nicht so verwöhnt wurden. Da war es in England spannender. Aber ich finde auch, die Bundesliga muss sich da jetzt hinter der Premier League überhaupt nicht verstecken. Und überhaupt stimmungsmäßig nicht. Ich finde es vielleicht sogar noch interessanter, also spannender als Italien oder auch Spanien. Also stimmungsmäßig, okay, ist jetzt momentan gerade schwierig, logisch, aber ich fand trotzdem zum Schluss, weil in England war es ja oftmals so, dass wirklich die Ticketpreise so groß waren, dass die richtigen Supporter, die Fußballverrückten aus England, die waren ja gar nicht mehr im Stadion, weil sie sich gar nicht mehr leisten konnten. Vollkommen richtig. Ich weiß, früher war ich auch öfter mal in England bei Fußball, da war es doch geil, da hat das ganze Stadion, war bei einem Freund, der ist aus Birmingham bei Aston Villa, ab und zu, da gab es keine Fankurve. Das gab einfach keine Fankurve. Das ganze Stadion, da hat der Elfjährige neben seinem 60-jährigen Opa gestanden und das ganze Stadion hat aus voller Kehle gesungen und gebrüllt. Also kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Aber es war ja zum Schluss auch nicht mehr so. Ich finde, die Atmosphäre in deutschen Fußballstadien ist sensationell. Überragend. Ja, sehe ich genauso. Also ich war einmal irgendwie Arsenal gegen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war wirklich wie so ein... Chelsea genauso. Wie so ein Event oder so. Es war nur noch... Also richtig Stimmung kam nicht auf. Okay. Überhaupt nicht. So, ich würde mal sagen, wir sind jetzt kurz vor Ende. Also das heißt, wir werden jetzt noch unsere Sieger verkünden. So, wir haben gesagt Nummer 3 und Nummer 11. Also Nummer 3 ist deine Nummer, also musst du natürlich Nummer 3 als Sieger auch verkünden, ist ja klar. Nummer 3, Gewinner Nummer 1, Heiko Arndt. Glückwunsch. Aus Leipzig. Aus Leipzig? Heiko Arndt aus Leipzig. Perfekt. Schöne Stadt übrigens, Leipzig. Leipzig ist eine traumhafte Stadt. Toll. Und Nummer 11, tatsächlich unsere 11. Sendung. Nummer 11. Lustiger Name, Igel Dirk. Ist auch wirklich auch hätte er gerne mal, ne? Das würdest du gerne mal, ne? Glückwunsch. Ja, also ihr habt gewonnen, diese wunderschönen Grillplatten von AEG, wo ich sage, da bin ich immer ein bisschen neidisch. Weil ich habe leider noch keine bekommen von AEG, aber naja. Ich bald. Vielleicht wird es ja noch, Marco kriegt bald eine. Ich habe noch keine.
Egal, ich stehe dann halt am kalten Grill draußen bei minus 6 Grad. Bin, oh, fest, bin Fresstifon am, am Edelstahl. Oh. Naja, naja, naja. Egal, egal. Ich könnte ja auch mal Indoor grillen, aber ich habe keine Grillplatte. Hat er mal ein Taschentuch hier? Oder? Vielleicht wird es ja irgendwann was. Egal, nach der 6. Lungenentzündung. Vielleicht erbarmt sich IG dann irgendwann mal und wird mir auch eine geben. Hast du die verdient? Ja, das finde ich auch. Auf jeden Fall. So, Marco, und damit sind wir tatsächlich schon fast durch. Wahnsinn. Schmeckt's dir nicht, oder was? Doch, aber ich wollte jetzt nicht beim Reden essen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so höflich. Beim Reden essen? Ja, das kannst du hier, kann man das alles machen. Oder essen beim Reden. Also wir weisen natürlich noch darauf hin, auf unseren Gast nächste Woche. Oh. Ja, freue ich mich auch ganz besonders drauf. Wir haben wirklich, also hier gibt sich ein Star, oder ein Star gibt dem anderen die Klinke in der Hand. Diesmal haben wir einen der größten deutschen Fußballer, auf jeden Fall der schnellste Abwehrspieler, den ich kannte und kenne. Ich kenne noch nicht so viele, aber deswegen, aber da warst du deutlich der Schnellste. Auf jeden Fall. Nächste Woche gehen wir mal wieder richtig in die kulinarische Richtung zurück. Also wem es heute zu viel Fußball war, meine Schuld. Ja, ich bin nun mal ein Fußball-Junkie. Nächste Woche geht es wieder noch viel, viel mehr ums Kochen, weil nächste Woche bei uns zu Gast Kolja Kleeberg. Ja, also ein Applaus mal dafür. Also da weiß jeder mittlerweile ja Berliner, also Urgestein der Berliner Gastroszene, Kolja, da wird es dann vorrangig ums Kochen gehen. Obwohl, wenn ich ihn noch anrufe und sage, er soll seine Gitarre mitbringen, könnte da auch wahnsinnig viel um Musik gehen. Zum Beispiel in der Lounge. Ja, aber der ist auch wirklich ein begnadeter Musiker dazu. Also, wie gesagt, Kolja Kleeberg nächste Woche zu Gast. Für diese Woche sind wir durch. Marco? Ich werde jetzt gleich weiter essen. Ich freue mich, du wirst endlich mal weiter essen. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, ja. Dass ich mal, wie gesagt, ein paar meiner größten Leidenschaften miteinander vereinen konnte. Wir beide sehen uns aller spätestens nächste Woche Mittwoch wieder zu einem, ja, ich würde mal sagen, bahnbrechenden Ereignis. Aber hast du gemerkt, dass ich nicht mal verraten? Ich habe es nicht mal verraten. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aus Versehen. So. Auch ein blindes Huhn, ne? Wie ja. Na, einfach, ich bin einfach ein Techniker. Hat mich sehr gefreut. Die Mailadresse brauche ich bei den beiden Gewinnern nicht sagen, weil die ganz genau wissen, wo sie uns finden. Ja, Heiko hat schon 1000 Mal gewonnen. Heiko war selber schon zu Gast hier in der Sendung. Und bei Igel Dirk weiß ich auch, wer sich dahinter versteckt. Also, ich kann natürlich, wenn ihr die gerne einblenden wollt, kann ich natürlich noch die Handbewegung machen. Da oben wäre die E-Mail-Adresse gewesen für einen Gewinner, den ich nicht kenne. Ja, hier oben. Ja. Aber da ich weiß, wer es ist, brauchen wir es nicht einblenden heute. Insofern, wenn es euch gefallen hat, schaltet nächste Woche wieder ein. Empfehlt die ganze Nummer weiter. Wir wollen gerne demnächst die 100-Zuschauer-Marke knacken. Könnt ihr uns dabei helfen, uns weiterempfehlen, die 100-Zuschauer-Marke knacken? Vielen Dank, Marco Rehmer. Tschüss, bis nächste Woche.